So, wir legen los. Legen wir los, Bro. Feel Good Podcast Nummer, ich glaube 17. Und ich habe mich bis jetzt immer mega aufgeregt ab dem Tisch. Also aufgeregt ist übertrieben, aber ich habe immer gefunden, er ist zu gross. Man sitzt zu weit voneinander entfernt. Du bist schon ein bisschen zu weit weg von mir. Nein, jetzt ist es eben perfekt, weil jetzt ist eine Armlänge Distanz. Aha, ja, stimmt, Corona. Genau. Wir schauen hier, wir haben alles eingehalten, was man einhalten kann. Immer. Du weißt, Bro, wir sind seriös. Es ist auch wichtig. Und du hast vorhin schon gesagt, dass du jemals etwas ernst nehmen würdest, hättest du auch nicht gedacht, oder? Nein, also ich muss wirklich ehrlich sagen jetzt, ich bin totaler Anti-Grippe-Wellen-Mensch gewesen, der dann voll aufpasst. Wirklich nicht. Nie, mir ist immer egal gewesen. Gut, ich glaube, das Immunsystem, das okay ist, aber das mal, gerade gestern haben mich ein paar Kollegen ausgelacht, kurz gesehen draussen, so der gemacht und meine Kollegen so, ey, was läuft mit dir jetzt? Ellenbogen, du, gerade ja. Du. Ich so, ja Jungs, gerade ich. Gerade ich. Ich hätte es nie gedacht, wirklich nicht. Abartig. Darum an der Stelle wichtig, dass man die Massnahmen einhaltet und dann geht es hoffentlich nicht mehr allzu lang. Was ein bisschen blöd ist, ich sehe es auch bei dir, Coiffeur. Kein Thema. Läuft nicht. Wirklich, es ist schon eine Situation, die wirklich crazy ist. Ich glaube, das ist etwas, was wir nur einmalig erleben werden, gell? Es ist quasi, wir erleben Geschichte mit, das ist so. Das ist abartig. Ich bin fast in Zürich umeinander und durch einfach kein Auto. An einem normalen Arbeitstag, am Morgen früh fahrst du durch Zürich einfach durch. Das ist doch etwas, was ich heute Morgen auch gedacht habe. So. Das, was sich alle wünschen eigentlich immer. Shit. Also weißt du, ein Virus, wo vor zwei Wochen noch alle darüber gelacht haben, im Facebook hast du nur so Memes gesehen, von wegen die Drama-Leute, die da Angst bekommen. Und jetzt sind einfach alle wirklich so am Sagen, ey, bleib daheim. Und ich habe mich ein bisschen rausgehalten aus dem Ganzen. Ich habe nicht irgendwie etwas postet, bleib daheim. Ich habe gefunden, die anderen machen es schon genug. Mhm. Aber ich weiß nicht, man hat kein Wort für das. Wirklich nicht im Fall. Also es ist unglaublich, wie das sich entwickelt hat. Und ich hoffe, dass wirklich alle durchziehen. Ich bin es wirklich am Durchziehen. Ich bin nicht mehr am rausgehen, nur dann, wenn ich muss. Ja. Heute auch, nur für den Podcast. Ich mache den direkten Weg wieder heim. Das ist auch, sage ich jetzt, Achtung, der Produzent Christoph weiß das gar noch nicht. Das ist jetzt der Podcast für die nächsten 2-3 Wochen. Weil ich will jetzt auch in aller Ruhe in eine Hütte und schreiben. Ich glaube, für uns ist es noch easy, weißt du, dass man wirklich könnte, Zeit hat, zum Zeugs zu machen für uns. Aber ich meine, ganz ehrlich, was machst du als normal Arbeitender, wo einfach nicht wie du jetzt oder ich können schreiben oder unsere Ideen sammeln? Was macht der den ganzen Tag jetzt? Ganz ehrlich. Ja, gut, wenn du Kinder hast, dann bist du recht beschäftigt momentan. Du bist am Arsch. Ich sehe schon einen Kollegen von mir, der Kinder hat. Abartig. Bei uns sind aber noch die Spielplätze offen. In Deutschland sind nicht einmal die offen. Stell dir das vor. Ganz ehrlich, ich glaube, Deutschland ist eh immer so das Land, was irgendwie so immer verpasst, irgendwie so. Einfach alles zu spät macht. So. Da, immer ist irgendetwas gewesen und das mal auch wieder denke ich mir so, Jungs, ganz Welt macht es euch vor und Deutschland muss immer irgendwie so, warten wir mal. Wir schauen mal, was passiert. Und so nach 2 Tagen weißt du ganz genau, es ist das Gleiche. So. Und ich mir auch gedacht, so alte 80 Millionen Einwohner, du musst ja wissen, was für ein Risiko ihr habt. Verstehst du? So. Aber keine Ahnung. Geil ist, dass Merkel in ihrem Anspruch extra noch erwähnt hat, es hat genügend Toilettenpapier. Das hätte sie müssen erwähnen. Weil, das ist die grösste Sorge, weißt du. So. Ich weiß auch nicht. Das ist, ich hoffe wirklich, dass das Ganze gut kommt im Fall. Weil ich sage, ich kann mir gut vorstellen, dass 19. April gar nicht wird fertig sein, sondern ich glaube, es wird nochmal verlängert. Habe ich das Gefühl. Ist gut möglich. Wir werden es sehen. Das sind unsere 5 Minuten Corona-Talk gesehen. Ja, weil Corona. Es ist der Feelgood-Podcast und mein Ziel ist eigentlich, erst recht, wenn ich so jemanden wie dich habe, dass wir noch ein bisschen über 2-3 andere Sachen reden. Also ja, war ja schade, wenn nicht. Ja, logisch. Und in deinem Fall, muss ich sagen, ist es wirklich Freude, dass ich dich kennengelernt habe. Ich habe mir das überlegt. Und zwar, ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist, aber ich habe mich selber ertappt mit dem klassischen, ich kenne jemanden nicht und habe das Gefühl, das ist ein Trottel, das ist ein arrogantes Sieg oder was weiß ich. Und dann haben wir uns kennengelernt, wo wir zusammen auf Tour gegangen sind und haben wir zum Glück meine Meinung revidieren. Also, wirklich, großartig. Niemals. Joel, ganz ehrlich,
egal was für eine Spitzenzeit ich hatte in meiner Zeit, ich meine, ich habe jetzt wirklich eineinhalb Jahre lang keine Videos mehr gemacht, ich bin ein bisschen untertaucht, die Leute lassen mich ein bisschen mehr in Ruhe, aber ich muss schon ehrlich sagen, ich habe mir von Tag 1 geschworen, als ich angefangen habe, ob ich gewusst habe, dass es Erfolg wird werden oder nicht, das ist damals alles in den Sternen gestanden, habe ich mir geschworen, dass ich nie im Leben wird mich verändern werde. Nie wird so jemandem so gemein sein oder das Gefühl haben, ich bin mehr wert als der, weil ich bin der, der Videos macht und so Erfolg hat und bla. Habe ich mir damals geschworen, von Tag 1. Und warum sollte ich das machen? Also weißt, ich verstehe nicht, warum Leute, muss ehrlich sagen, ich habe ein paar auch kennengelernt, wie du das sagst, wo auch Videos anfangen zu machen, auch in der Schweiz. Du hast gedacht, hey, der hat, keine Ahnung, ihm gehört die Welt oder er hat 3 Eier oder so. Weißt, also völlig, völlig den Boden verloren unter den Füßen. Ich bin der King, ich bin der und ich mache die Videos und ich bin der Motherfucker da drin. Da denke ich mir schon, weißt du, wieso machst du das? Was zeichnet dich aus? Dich zeichnet doch genau aus, wenn dich jemand draussen sieht. Und wenn du nachher dann trotzdem einfach ein bodenständiger, normaler Typ bist, genau das macht dich ja 10-mal sympathischer. Und es ist doch einfach, du musst nicht künstlich machen. Wenn du so bist du so, dann willst du einfach arrogant sein. Dann musst du dich nicht ändern und künstlich verstellen. Aber ja, logisch. Du doch dir, wie würdest du dich fühlen, wenn jemand, der ein bisschen Erfolg hat, so zu dir wäre? Ich habe mir die Frage halt immer gestellt. Mhm. Wie würde ich mich fühlen? Und ich habe das Glück gehabt, muss ich ehrlich sagen, ich habe bis jetzt bekannte Leute getroffen, die total easy sind. Ich habe noch nie einen arroganten, bekannten Sänger, Rapper, was auch immer kennengelernt. Zum Glück nicht. Das gibt es sicher auch, das ist logisch. Aber ich habe das Glück gehabt, dass ich immer die kennengelernt habe. Und ich habe immer gefunden, eines Tages wollte ich genau wie der sein. So erfolgreich und trotzdem einfach ganz normal. Mhm. Keine Attitüden, keine Vorlieben, ich will so, ich will das, nein, so will ich es nicht haben. Niemals. Und ich weiß nicht, wieso. Was weißt du, mich zerstört, hat immer die Frage zerstört, wo ich immer gedacht habe, so, wo die Leute zu mir gekommen sind und gefunden haben, ey, shit, du bist ja ganz normal wie auf den Videos. Und ich sage, ja, wieso? Ich habe gedacht, du bist voll arrogant. Und ich so, nein, Mann. Aber ich habe mir dann schon immer dann die Gedanken gemacht, so, wieso denken das die Leute? Also, wieso schockiert die Leute das so? Haben die anderes Zeugs erlebt? Und warum erleben sie dann das? Weißt du, warum musst du zu deinem Fan, wenn ein Fan zu dir kommt, der unterstützt dich, indem er deine Videos liked, schaut, teilt, der wird vielleicht auch Tickets kaufen, der wird vielleicht im Film schauen, was auch immer. Wieso kannst du zu dem, der dir dein Brot gibt, ab dem isst du? Wieso kannst du zu dem so sein? Das Herz hätte ich gar nicht. Auch wenn ich arrogant wäre, auch wenn ich ein riesen Arschloch wäre. So ein Herz hätte ich wenigstens noch, dass ich würde sagen, okay, zu allen könnte ich arrogant sein, die mich nicht gerne haben oder was auch immer, aber zu denen, die mich unterstützen, die mir immer die Power geben, die mir die Motivation geben, würde ich doch niemals so sein. Also, ich denke so. Und ich hoffe, es ist richtig. Ich werde es auch nie ändern. Ich bin zu jedem auf Bro-Basis. Jeder kann mit mir chillen. Wenn jemand mit mir eine Ziege rauchen will, kann ich mit mir eine Ziege rauchen. Wenn er einen Kaffee trinken will, kann ich mit mir einen Kaffee trinken. Wenn ich Zeit habe, why not? Das würden andere nie machen. Das check ich nicht. Und das ist, also es sind zwei Sachen. Für mich ist eigentlich umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass du 23 bist. 24 geworden. 24 geworden? Ja, voll. Wann? Im Dezember. Ah, okay. 24. Das heisst, wo du die super Hype Level of Fame gehabt hast, bist du irgendwie 19, 20 gesehen? 20, ja, voll. Also, allein schon das, ich weiss, Alter ist immer nur eine Zahl und trotzdem ein Stück weit gibt es Menschen, die haben schon mehr Lebenserfahrung und eben mehr emotionale Intelligenz gegenüber so Sachen als andere. Und eben mit dem Level von Fame, den du gehabt hast, finde ich eben das, deine Einstellung und deine Ansicht umso erstaunlicher. Und warum Menschen das Gefühl haben, das ist eher ein Arroganter oder was weiß ich, da habe ich mich ja selber ertappt. Das ist jetzt auch ein paar Jahre her, das ist eben vielleicht 5 Jahre oder so. Aber es ist nicht nur, wie die Person sich gibt, sondern es ist vielmehr auch, weil es die bessere Geschichte ist, ja, zum Erzählen. Das ist das, was wir schon ein paar Mal in diesem Podcast besprochen haben, dass die Menschen einfach viel lieber erzählen, das ist ein Arsch. Ich weiss es, weißt du? Weil, ja, weil die Meinung im Gesamten ist ja, das ist ein geiles Sieg, weil ich schaue dann seine Videos, was weiß ich. Und im Kleinen ist dann so, nein, ich weiss das, das ist im Fall ein arroganter Wichser. Dabei krass. Ist einfach nur dumm. Und man sollte einfach, es ist mega schwierig, aber man sollte halt nicht so die massiven Vorurteile hegen. Vor allem
Ich glaube, in der Schweiz will man gerne noch ein bisschen missgünstig ist dazu. Also, leider, ja. Gönnt man dem auch nicht so wirklich den Erfolg. Das ist ja so. Und dann sagt man umso mehr noch schnell, das ist ein Arsch. Ja, ich weiß es ja. Weißt du, wie schwierig es für mich war, anfangen? Als ich angefangen habe, Videos zu machen, die Leute haben mich am Anfang ausgelacht. Meine Jungs, also meine engen Jungs jetzt, aber ich sage jetzt mal so die Umkreis, die du kennst, so von deinem Dorf oder wo auch immer, die haben mich ausgelacht. Hör auf, du blamierst uns und das und dies. Und dann trotzdem dann den Mut haben und trotzdem die Motivation finden, das dann trotzdem zu durchziehen, ist natürlich auch nochmal eine andere Sache, gell? Ich glaube, da musst du natürlich schon in deinem Kopf wirklich eingebrannt haben. Du willst es und du wirst es und du machst es. Aber natürlich, ich habe mehrheitlich Leute gehabt, die mich nur ausgelacht haben. Ein halbes Jahr später hat es dann ganz anders ausgesehen. Das habe ich auch gehabt, als ich angefangen habe, noch bevor ich Stand-up gemacht habe. Weißt du, Primetime-Show, kleine Late-Night-Show zu Basel, im Theater, ja, im Herbsttheater. Als ich das angefangen habe, das ist so gesehen, sprich, bevor ich überhaupt angefangen habe, als ich das nur geplant habe, das ist über ein halbes Jahr gegangen, habe ich gesagt, jo, ab Herbst mache ich dann so eine Late-Night-Show. Und es war immer die gleiche Reaktion. Ah, was, wirklich? Bist du sicher? Meinst du, da kommen Leute? Schwierig. Also es hat nie irgendjemand gesagt, geiles Sieg, machen mal. Sondern immer alle nur, So, und dann irgendwie so 3-4 Jahre später, irgendwie Premiere mit dem ersten Solo, es kommen Medien, gehen filmen und es gibt Zeitungsberichte, gute Kritik, was weiß ich. Und dann kommst du an einen Geburtstag und dann kommen Menschen, die früher noch nicht mit dem Arsch angeschaut haben und sagen so, hey, Joel. Ja, eine ist toll gewesen, ihre Freundin ist nebenan gestanden. Und die hat mich nicht mal gesehen, wenn ich vor ihr gestanden bin. So, und die dann so, hey, ich muss jetzt einfach mal Danke sagen. Immer wenn ich deine Videos auf Facebook sehe, muss ich einfach lachen und bla. Und dort ist dann eben der Moment, wo man sich selber muss treu bleiben muss. Und genau das, was du gesagt hast, das, was man sich mal vorgenommen hat. Und das muss man dann wieder denken und sagen, hey, ich habe gesagt, ich will nicht so werden. Also werde ich jetzt auch nicht so. Weil es ist mega einfach, in dem Moment dann zu sagen, oh, endlich kriege ich die Anerkennung von Leuten, die mich früher noch belächelt haben. Ich umgib mich jetzt mit so Menschen. Und dann passiert aber genau das, dass du auf einmal so Leute hast, die dich irgendwie aufhypen. Also ehrlich muss ich sagen, die Leute, die am Anfang nicht daran geglaubt haben und mich ausgelacht haben, denen bin ich dann schon gemein gewesen. Dort bin ich dann schon so, wo sie dann plötzlich mir geschrieben haben und ich habe dann keine Antwort gegeben und dann haben sie mir geschrieben, ja, aber hey, warum antwortest du jetzt nicht? Und dann habe ich wieder eine Antwort ignoriert und einfach so denen mal so zeigen, so okay, vor einem halben Jahr hast du das zu mir gesagt, hast mich ausgelacht, hast mich vor allen anderen zum Affen machen. Jetzt muss ich natürlich nicht wundern. Klar, zu denen bin ich es auch. Das ist mir egal. Also weißt, die haben natürlich mich am Anfang belächelt und dann finde ich so, okay, klar, ich meine, du hast mit mir nichts zu tun und du ist ja dein Recht, mich belächeln oder mich auslachen, aber dann bin ich schon gemein. Also weißt, dann bin ich nicht irgendwie dann so, ey, ist alles gut und so, ich bin sozial auch zu dir, das nicht, gar nicht. Aber das meine ich ja, das ist ja genau das, was ich meine. Dass wenn du dann würdest sagen, hey, voll Buddy und was weiß ich, dann bist du dir selber nicht treu. Nein, definitiv, eben, genau das ist es, ja. Also, muss schon sagen, es ist, ich habe das Gefühl, auch in der Schweiz ist es halt schon eher das Missgünstige, das nicht gönnen, ist, glaube ich, bei uns schon recht ausprägt. Es fährt, aber eben nur am Anfang. Ja. Wenn es dann mal funktioniert, dann kehrt es. Dann sind die Menschen stolz und haben Freude. Es ist schon, aber ich glaube, viele geben dann schon auf, bevor sie anfangen, genau wegen dem. Ich kenne x viele Leute, die mir geschrieben haben, ey, ich wollte Videos anfangen machen, aber meine Kollegen haben alle abgeraten davon, was denkst du, soll ich es einfach durchziehen? Und ich habe das alle, mit denen habe ich dann wirklich intensiv geschrieben. Wo wir das geschrieben haben, habe ich gesagt, ey, look, ich habe genau das Gleiche erlebt. Und glaub mir, alle anderen haben genau das Gleiche auch erlebt. Mach es einfach, hast Freude? Ja, mach es. Zieh es durch, ich helfe dir sogar. Sag mir einfach, was ich dir machen kann, wie ich dir helfen kann. Zieh es. Und dann haben ein paar wirklich dann durchgezogen und gefunden, ey, look, eigentlich hast du recht. Ich meine, wenn ich Spass daran habe, ich so, ey, look, Spass daran haben ist das Erste. Erfolgreich werden ist natürlich das Zweite. Erfolgreich werden, ja, die Garantie gibt es halt nicht. Du kannst so einen perfekten Plan haben und so alles durchstudieren und sagen, genau so mache ich es, wird es vielleicht nicht funktionieren. Jemand, der vielleicht wie ich aus Spass, ich meine, Joel, ganz ehrlich, ich hatte keinen Plan gehabt, so einen riesen Hype auszulösen, 200'000 Abonnenten auf Facebook, 1 Million Klicks pro Video. Ich glaube, wenn du das planst, dann funktioniert es ja nicht. Nie.
Ich habe nur gedacht, komm, ich mache ein paar Videos. Dort bin ich noch jung gewesen. Dann schreiben mir ein paar Chicks mehr. Ich hatte damals auf meinen Bildern 2-3 Likes gehabt. Wenn meine Mutter Facebook noch hatte, die hätte ich 5-6 bekommen oder so. Weißt du, völlig normal. Und ich so, komm, so 50-60 Likes wären schon geil. Da habe ich ein paar Abonnenten und so. So 150-200 Abonnenten, dann läuft es und so. Dann sehen Frauen so, weißt du, so 14, die denken so, wow, shit, krass. Und ich bin so 15 gewesen, so der Motherfucker. Aber völlig planlos, weißt du. Und nach, keine Ahnung, dann 3 Jahre lang Videos gemacht, einfach sinnlos, ohne Plan. Einfach mal so 3 Wochen kein Video. Dann wieder so eine Woche lang 8 Videos gemacht. Weißt du, völlig übertrieben, völlig überflutet das Facebook dann. Yeah. Und irgendwann habe ich dann schon gewusst, okay, es wird immer mehr. Wollte ich jetzt auf die Ernste erscheinen? Wollte ich jetzt ein Konzept machen? Wollte ich einen Rhythmus einführen? Oder wollte ich einfach der Double bleiben, der einfach so ein bisschen mal im Internet sich zum Affen macht? Klar, da habe ich gewusst, ein Thema hätte ich, Ausländer, Schweizer. Da habe ich schon gewusst. In der Schweiz, so ein Thema, heikel, ich jung, schippi. Weißt du, das war schon die Frage. Ey, ich kann es vielleicht nach hinten losgehen, der Schuss. Und ich weiss, als ich das erste Video gepostet habe, Ausländer, Schweizer, ich habe vorher noch nie etwas in dieser Richtung gemacht. Ey, ich vergesse das nie mehr, wirklich den Tag. Ich war in meinem Bett, in meinem Zimmer, die Tür zugemacht. Meine Eltern haben davon nichts gewusst. Ich auf Posten gedrückt. Ey, glaubst du mir, etwa eine halbe Stunde lang, so, wirklich, ich habe nicht gewusst, ich so, Skandal oder kein Skandal? Jetzt kann es in dieser Richtung Vollgas oder in der anderen Richtung und dann total abstürzen. Ja. Du weißt, so wirklich Rassismus-Schiene vielleicht oder irgendwie, keine Ahnung. Ich meine, ich bin jung gewesen, weißt, ich war 17, 18. Man, kein Plan vom Leben, kein Plan, was rechtlich anbelangt, kein Plan von wirklich, was wollen die Leute überhaupt sehen, weißt du? Und dann ist so, bin ich pennen. Am nächsten Tag schaue ich aufs Handy, 6-7'000 Likes oder so. Aufblasen, ja. Einfach Boom gemacht. Gut, klar, damals war es auch einfach. Der Algorithmus war, glaube ich, so total easy. Da konntest einfach ein Video posten, ein bisschen gut. Und gerade haben es alle gesehen, weißt du? Jetzt natürlich noch mal schwieriger geworden. Das ist das Gegenteil. Ich glaube, jetzt musst du wirklich einen Plan machen. Eben, ich bin im Fall, ganz ehrlich, Joel, ich komme auch nicht mehr so richtig draus mehr. Wirklich? Ich check auch TikTok nicht. Gut, ich kann nicht mal TikTok. TikTok check ich auch nicht. Weißt du, wie viele Leute schreiben mir? Ey, wieso hast du keinen TikTok-Account? Ich habe keine Ahnung, was es überhaupt ist. Ich check's nicht, was es ist. Ist es so eine Art Insta? Ist so eine Art zu Videos machen? Kannst du etwas posten? Kein Plan! Und dass ich das jemals wieder sage, dass ich nicht mal weiss, was TikTok ist. Du wirst alt? Ja, voll. Weißt, ich denke mir schon, weißt du, so, Scheiße, Mann, es sind nicht mal viele Jahre dazwischen, aber ich bin einfach so draussen. Aus dem Alter, wo ich jede App kenne, wo ich mich mit jeder App befasse, das mache ich gar nicht mehr. Auch Insta. Es gibt manchmal Funktionen, die ich einfach nicht checke. Und ich denke mir so, ey, Benni, eigentlich müsstest du das wissen, Mann. Wer sonst, weißt du? So. Und da kommt irgendjemand so, ein Junge, ey, wieso machst du kein IGTV? Ja. Und ich so, wie poste ich eigentlich auf IGTV? Kannst du mir das zeigen? Oh, was, du weißt nicht, wie das geht? Doch, ich zeig's dir. Ich so, denke, ja, bitte, zeig mal. Ey, ich kann es einfach nicht mehr. Also weißt, wiederum gibt es schon Tage, wo ich denke, Mann, verdammt, es wäre schon geil, wieder anfangen. Aber welches Thema? Was wollen wir machen? Es hat sich entwickelt, das Ganze auch. Also weißt, es ist nicht mehr das Gleiche wie früher. Es ist jetzt mehr so, ich weiß nicht, die Videos, die ich heute gesehen habe, die in der Schweiz rumkursieren, was ich immer das Geilste finde, sind eigentlich die Stand-Up-Videos von unseren Komikern. Charlie, du, Stefan. Das finde ich geil, dass es auch endlich mal jetzt Schweizer Comedy gibt, wo du kannst Stand-Up schauen kannst. Das ist hure geil. Aber die Videos an sich, also weißt du, die Comedy-Videos, die du sonst jetzt siehst, keine Ahnung, ich finde es nicht mehr so geil. Ich finde es nicht mehr authentisch, es ist nicht mehr das Feuer dahinter, weißt du, was... Es wiederholt sich oft, oder? Extrem. Und es ist auch meistens, du weißt so, zu 80% der Videos, die du siehst bei uns in der Schweiz, sind meistens geklaut. Also ich sehe sie vielleicht da und dann sehe ich sie so einen Tag später, sehe ich sie auf so eine amerikanische 9-Gag-Seite oder so und denke mir so, aha, ja, easy. Und ich habe gedacht, wir haben da mal einen kreativen Kopf gehabt, der so ein bisschen überlegt hat, sich eine eigene Idee und dann denke ich so, aha, nein, vom Englisch einfach übersetzt. Okay. Klar ist es auch geil, weißt du, auch das ist eine Kunst, finde ich. Auch wenn du es nur schon kannst übersetzen und das geil überbringen, finde ich, ist schon eine Kunst. Aber mach doch dein eigenes Zeugs. Was weißt du doch? Klar, mein Zeugs war nicht irgendwie eine Rad-Neuerfindung. Überhaupt nicht. Ich meine, meine Videos waren auch ziemlich ähnlich gewesen.
Ja. Aber wiederum, es war so mein Produkt, das ich selber meine Ideen gesammelt habe. Ich habe sie nicht irgendwie umgeklaut im Internet oder so. Und ich finde das viel wichtiger. Lieber hast du dann vielleicht weniger Zuschauer, aber dafür lieben sie dich genau wegen dem, weil du es so machst, weil du es einfach selber durchziehst und einfach aus deinen eigenen Ideen oder Entwicklungen oder Wünschen oder was auch immer. Und heute ist es so ein bisschen... Es ist halt einfach... Der Punkt ist eigentlich immer, dass ein Medium irgendwann sich auch ein bisschen erschöpft. Weil das Phänomen, dass Sketch geklaut werden. Früher hat es auf Sat.1 und so Sketch-Shows gegeben. Und die Sketch sind dann auch zum Teil 1:1 vom amerikanischen übernommen gesehen. Du hast Harald Schmidt, hat er ja zugegeben, hat 1:1 von Letterman und Conan O'Brien kopiert. Raab bei McDonald's ist auch eine Kopie und so weiter und so fort. Aber früher hast du das nicht so mitgekriegt. Ja, und dann ist das ganze Social Media Zeug losgegangen. Dann hast du dort so, wie nennst du es, Early Adopters, was weiß ich, wo das irgendwie mal anfangen. Und dann irgendwann, eben, wenn jeder merkt, man kann es machen und ich mache das jetzt, dann fängt es sich auch dort an, erschöpfen. Und darum finde ich eben Stand-up so eine geile Kunstform. Weil meiner Meinung nach, also sofern man dann irgendwann wieder vor Leuten auftritt, aber meiner Meinung nach lebt das ewig, weil es halt wirklich um deine eigene Geschichte geht und darum geht, wie du die dann verpackst und zusammentust. Und das ist dann halt schon etwas anderes als 30 Sekunden der Gag, den es schon mal gegeben hat. Eben, das ist eben das, was ich nicht fühle. Ich meine, ich habe ja Stand-up gern gemacht. Ich würde es auch gern wieder machen, sage ich immer. Mir fehlt einfach die Zeit, um mich in dem wiederentwickeln. Und du bist faul. Ich bin faul, ja. Das stimmt. Ich bin auch faul. Ich bin auch faul geworden. Sonst nicht, aber in dem Punkt bist du faul. Ja, ich bin schon fauler geworden. Das stimmt schon. In so Sachen bin ich schon fauler geworden. Aber ich finde schon, Stand-up ist für mich eigentlich... Doch, es ist eigentlich die geilste Erfahrung bis jetzt. Die ich in der ganzen Zeit erlebt habe. Kinofilm mit dem Beat. Das ist sicher etwas sehr Geiles gewesen. Ja, Beat Schlatter. Und ich glaube, ich sage, Kinofilm ist Platz 2 von den Erlebnissen, die ich kann. Und ich glaube, das erste ist dann wirklich Stand-up gewesen. Weil das Geile ist, das Coole auf Facebook ist klar, du hast deine Statistik, du hast deine Zahlen, du hast deine Diagramme und so, bla bla bla, und du siehst Frauen, weiblich, bla bla bla, männlich, Zürich, Bern, Basel, egal. Stand-up ist dann wirklich so, du machst es, entweder lacht oder lacht es nicht. Wenn es dann lacht, ist natürlich zehnmal die geilere Reaktion für dich, die es innerlich auslöst, als Zahl auf einem Bildschirm, wo du einfach siehst, so green, juhu, mehr Reichweite heute als letzte Woche. Klar, auch das ist geil. Aber auch das ermietet sich, oder? Auch das. Du bist ja dann eben, am Anfang gesagt, 60 Likes wäre geil. Und dann hast du irgendwann 7'000. Ja. Und dann nervst du ein halbes Jahr später, wenn es unter 20 ist. Das ist so. Also ich kann... Musst du dir mal vorstellen, was für Sorgen ich damals hatte. Meine Sorgen... Also ich habe ja viele Videos, die ich gepostet habe, wieder gelöscht nach 2 Minuten, gell? Ich hatte so eine Grundregel gehabt, das weisst du im Fall jetzt du als allererstes, wirklich, das sage ich dir jetzt offen und ehrlich, ich habe bei mir eine Grundregel gehabt. Ich konnte genau abschätzen, wie viele Likes das Video wird haben in den ersten 2 Minuten. Und glaub mir, es hat manchmal zum Teil auf die Zahl genau gestimmt. Nicht auf der letzte, aber ich sage jetzt mal, ob 10'000, 11'000 oder 12'000, kann ich sagen, in einer Woche verrechnen. Ist der bei 12'000. Ich habe in 1 Minute 100 Likes gebraucht, damit ich es überhaupt online lande. In 2 Minuten hatte er 250 gehabt. Da habe ich gewusst, 15'000 hatte. Wenn er in 2 Minuten 220 so gehabt hat, dabei ist das eine völlig behinderte Rechnung, weil vielleicht ist einfach in der Zeit gerade irgendeine Sendung am Laufen, wo die Leute einfach jetzt am Schauen sind und in 10 Minuten hat es dann die anderen auch gesehen, die sonst liken. Völlig dumme Rechnung eigentlich. Aber in 2 Minuten 220 Likes habe ich gewusst, etwa ein Zwölfer. So, da habe ich gewusst, so, ja, eine Woche, immer 7 Tage, und ich wusste, 7 Tage ist er bei 12'000 so. Wenn er in 1 Minute nicht 100 Likes hatte und nur 90 hatte, habe ich es so gelöscht, sofort. Wirklich? Ich konnte 5 Stunden lang das Video drehen, mir den Arsch aufreißen, vielleicht 5 Mal müssen nochmal neu drehen, weil ich etwas vergessen habe, oh, das habe ich noch verchillt, nein, nochmal rausgehen drehen oder so.
Und ich habe es einfach dann gelöscht nach 5-6 Stunden. Dreharbeit, weißt du, so völlig unnötig eigentlich. Da hätte er halt nur 10.000 Likes gehabt. Aber es ist genau das, was du sagst. Yeah. Du bist noch einfach nicht mehr zufrieden mit 10.000 Likes. 10.000. Du musst mal die Menschenmenge sehen. Du musst mal 10.000 Leute, die einfach dieses Video effektiv draufklicken auf Like. Ja, das haben sie wie viel Likes? Viel mehr haben sie ja noch gesehen. Ja. Wie viel? Ich like ja auch nie Sachen, obwohl ich es vielleicht mich vergrölle. Ich vergiss es einfach, weißt du? Ich denke mir so, ah, geiles hier, dann markiere ich vielleicht meinen Kollegen. Aber ich fange es liken, weißt du? Scroll ich weiter. Und dachte ich mir schon, ey Benni, du hast 10.000 Leute, die es geklickt haben. 5.000 haben es geteilt. Die haben sich echt die Mühe gemacht, eine Minute lang das zu teilen, zu spreaden. Und du denkst so, nein, das ist zu wenig. Nein, das muss ich wegnehmen. Mein Erfolg geht so kaputt. Völlig krank eigentlich. Also weißt du, was für eine Welt ich gefangen war mit meinen Zahlen. Und das hat mir auch nicht mehr Spass gemacht mit der Zeit, muss ich dir ehrlich sagen. Irgendwann habe ich gefunden, ich muss jede Woche liefern. Liefere ich mal ein Video, das vielleicht nicht gerade ein Brüller ist und dich voll vergrüllst, hast dann so Nachrichten gehabt, weißt du, so, oh, jetzt lässt er nach. Ach, jetzt ist er arrogant, jetzt hat er das Gefühl, jetzt hat er erreicht, jetzt muss er nicht mehr sich Mühe geben. Und ich denke mir so, ey, ich gebe mir mehr Mühe als am Anfang. Aber das kann nicht immer alles lustig sein. Weißt du? Und der Druck, der innerlich auf lange Zeit, kann mir niemand sagen, es ist anders. Mhm. Aber den machst ja du dir, den Druck. Den machst du automatisch aber. Den wirst du im Fall automatisch machen, weil du weißt ganz genau, deine Sponsoren, den interessiert nicht, wer du bist, wie cool du bist, wie lieb du bist, wie sympathisch. Zahlen. Denen geht es nur zahlen. Das ist dein Marktwert. Wenn ich einen Monat lang keine Zahlen liefere und ich habe einen Monat später mit irgendeiner grossen Brand ein Meeting, wenn ich auf den Tisch lege, ist mein Wert vielleicht 10.000 Stutz gerade günstiger. Und ich habe natürlich gewusst, ich habe Rechnungen, ich habe Ausgaben, ich muss dort noch ausgeben, das noch, Equipment kaufen, das. Als 18-Jähriger müsstest du dich um so Sachen eigentlich gar nicht kümmern, weißt du? Und ich habe mir dann schon halt gedacht, so, hey, meine Kollegen, Ausgang, jede Woche Party, Ferien, geil, die haben voll Freizeit, die arbeiten von 8 bis 5 und können voll daheim chillen. Und ich bin halt immer der, so, meine ganze Jugend eigentlich praktisch verpasst. Ich bereue es überhaupt nicht, aber ich war halt schon nie mit meinen Jungs in dieser Zeit. Ich habe 3 Jahre lang eigentlich meine Jungs vielleicht einmal im Monat gesehen. Welche 18-Jährige würde sich das auf sich nehmen? Yeah. Weißt du, wie oft habe ich den Anschiss gehabt? Weißt du, wie oft habe ich gedacht, klar, geil, erfolgreich, ein bisschen Geld verdienen. Ja, super, aber ich bin allein. Also weißt du, ich war schon ein bisschen einsam gewesen, weißt du, weil du bist halt mit deinen Leuten nicht rum. Du hast, klar hast du Kollegen. Wir haben es geil gehabt. Ich, du, Charlie, Stefan auf Tour. Sicher ist es geil gewesen. Und das sind auch Kollegen. Mhm. Aber weißt du, mit deinen Jungs, wie du dann bist, sagen wir, du mit deinen Jungs von Basel, da bist du einfach mit deinen Jungs, die du seit 20 Jahren kennst und sagst, hey, mal, mit denen bin ich free, weißt du? Habe ich halt nicht gehabt. Ich habe nicht können mit meinen Jungs jetzt einfach mal eine Runde zocken. Ist noch viel älter als ich gewesen. Viel älter nicht, aber ein bisschen älter. Verstehst du? All so Sachen, so Details, wo du denkst, ach, easy. Vergiss es im Fall. Mich hat es wurden belastet gehabt. Mir hat es schon auch gefällt. Und dann ist schon gedacht, schau, vor 1,5 Jahren habe ich mir eben die Frage so gestellt, wie lange wollte ich es noch machen? Wollte ich es noch machen? Wie lange? Und wo soll es hinführen? Da habe ich noch den Kinofilm gemacht. Der Kinofilm ist geil angekommen, hat auch wirklich mega Spass gemacht. Und dann habe ich gefunden, hey, ich mache mal eine Pause. Auf unbestimmte Zeit. Vielleicht fange ich wieder an. Ich stehe jetzt da, vielleicht fange ich morgen wieder an. Keine Ahnung. Und manchmal denke ich mir so, schau, ich mache mir überhaupt keinen Druck mehr, was das anbelangt. Wenn ich Bock habe, lege ich los. Wenn nicht, nicht. Mhm. Punkt. Das hat sich's. Also, bei mir ist jetzt nicht mehr der Druck da, wo ich sage, ich muss, sondern nur, wenn ich will. Ich kann, wenn ich Bock habe und sonst, fuck off. Ja, und durch das hast du ja auch keine Verlustangst mehr. Nein. Mit dir hast du ja auch keine. Die hatte ich permanent gehabt. Die Ängste waren natürlich immer da gewesen, weil ich habe die Lehre abgeschlossen, gerade gekündigt. Also ich habe volle Karte auf das gesetzt. Ich habe gerade gesagt, hey, look, ich will nicht mehr arbeiten. Ich will Zeit haben für das. Ich habe gewusst, was auf mich zukommen wird. Das habe ich schon gewusst, das habe ich erwartet. Aber natürlich denkst du schon, weißt du, hey, scheiße, wenn es nicht mehr läuft, wenn jetzt, ich jetzt nicht mehr so einen Hype habe, keine Einnahmen, Rechnung erwartet, klar, kannst du wieder arbeiten, ganz normal. Aber das frisst dich dann noch mehr auf, weißt du, weil dann hast du so lange, mit 15 Jahren habe ich angefangen, Videos zu machen, schon, das ist bald 10 Jahre her, gell? Yeah. Und ich habe dann alles auf das hinausgeschafft, bis zu dem Tag, wo ich sagen kann, ich kündige,
Und dann vielleicht ein Jahr später hast du dann wieder Angst und sagst, was, wenn nicht? Mhm. Was, wenn ich wieder arbeiten muss? Oder was, wenn ich einen Skandal mache? Dann kann ich natürlich auch auf das müssen wir aufpassen. Ich war 18, 19 gewesen. Und du hast immer gewusst, du darfst dir jetzt ja nichts erlauben. Als 18-Jähriger kannst du dir irgendeine Schlägerei erlauben. Kannst du eigentlich praktisch alles erlauben, weil es nimmt dir niemand so viel übel als 18-, 19-Jähriger. Denkt, okay, der ist jung, der macht mir also Scheiß. Aber ich habe immer gewusst, so, ich muss sogar zu denen anständig sein, die zu mir unanständig sind. Obwohl ich vielleicht denen mal gern vielleicht, nicht gerade unbedingt, einen müssen hauen. Aber ich habe schon auch Diskussionen gehabt. Ich habe immer gewusst, aber nein, Benni, weil das sind schon links, rechts, schon Leute mit Handy gestanden und schon so, vielleicht macht er ja jetzt etwas so. Und das ist auch etwas, wo du denkst, so, Mann, du kannst nicht einfach mal sagen, hey, los, verpiss dich. Hast du nicht können machen. Weil dann war es gerade ein Skandal gewesen. Gerade 20 Minuten, das Blick, so, bam. Eben, dann wäre es ja genau die Geschichte gewesen, die die Leute hätten erzählen wollen, oder? Das ist es. Das ist ein Anschlag. Das ist es eben. Und dann habe ich mir dann so, dort, wo ich die Frage gestellt habe, vor eineinhalb Jahren schon gefunden, so, hey, Benni, klar, hast du auch viele Nachteile, wenn du jetzt aufhörst, weil die Leute werden es vermissen, du wirst es vermissen, du wirst auch die Zeit so vermissen, wie du gelebt hast, mit der Freude der Leute, wenn sie dich sehen und bla bla bla. Aber ich habe auch gedacht, so, hey, look, ich habe jetzt 6 Jahre lang Vollgas gegeben, kann ich mir doch wohl auch vielleicht mal einfach ein Jahr Pause gönnen, jetzt ist die Pause bald 2 Jahre. Aber ganz ehrlich, who cares? Ich meine, die Leute schreiben mir heute noch Nachrichten x-mal, wirklich sicher am Tag 3-4 Stück, die ich bekomme, wo mir schreiben, hey, look, ich finde auch andere cool, was machen, aber du bist halt wie so der Erste gewesen. Mhm. Also weißt, wo in der Schweiz so ein bisschen das durchgezogen hat, in grossen Stil, weißt? Und ich hatte dann auch schon manchmal Nachrichten gehabt, wo ich fast Tränen in den Augen hatte. Und dachte, wegen dieser Nachricht würde ich jetzt fast überlegen, wieder anfangen. Keine Ahnung, ob es der Tag kommt. Vielleicht bekomme ich wieder Bock über, aber ich würde nicht mehr den gleichen Stil machen, das nicht mehr. Mhm. Also Ausländer, Schweizer, so. Das Thema ist, glaube ich, wirklich jetzt Finish. Das war es. Ja. Das ist genug. Und man hat es, glaube ich, auch gecheckt, was das ist und so. Man weiß den Unterschied jetzt mittlerweile. Und es ist auch monoton geworden irgendwann. Das habe ich auch gemerkt. Also weißt du, es ist schon irgendwann, ich habe gedacht, so Benni, Mann. Jeder weiß, dass der Gürtel für ihn kommt. Jeder weiß, dass der Schippi drunter kommt. Und der Schweizer eben nicht. Ja. Und das ist schon auch ein Nachteil. Was ich wirklich persönlich, das habe ich dir ja schon mal gesagt, was ich am lustigsten gefunden habe in diesen Videos, ist oft, wie du als Schweizer geschwätzt hast. Das habe ich auch mega lustig gefunden. Da habe ich Glück in der Lehre gehabt, dass ich in einem Büro war, wo ich nur, wirklich nur unter Schweizer war. Ich war der einzige Ausländer. Gell? Ich habe sonst alles nur so Kurt, Markus, Marcel, weißt du. So. Und die natürlich alle 50 plus. Völlig das alte Deutsch, so Gugus, was habe ich manchmal so gesagt? Warte mal, das gurkt mich an. Yeah. Welche Ausländer sagen, das gurkt mich an? Dann bin ich so im Büro gewesen, manchmal telefoniert, ja, mit dem Kunden, ja, grüezi wohl, ja, ja, ja. Das gurkt mich an, der Scheiß. Ich habe dann gedacht, oh, Scheiße, so Wörter muss ich doch erwähnen auf den Videos, weil die anderen haben das sicher auch schon mal gehört, aber würden das nie erwarten, dass ich das mal je so sage. Yeah. Oder nur ein Mühe. Ja. Tu doch nur ein Mühe Salz drauf. Und ich habe immer gedacht, so, hey, shit, Mann. Und wenn ich es manchmal probiert habe, ich habe genau diese Wörter manchmal genommen und die Leute haben sich, wie du sagst, ab diesen Wörtern komplett vergrillt. Weißt? Das ist geil. Klar, eben, ich sage ja. Und das zeigt ja eben, wie bei einem Stand-up, das zeigt Beobachtungsgabe. Ja. Also dir ist aufgefallen, dass das nicht ein normaler Begriff ist, zum sagen. Wir kennen es nicht mehr anders, wir sind es uns gewohnt, aber du, der das von außen anschaut, sagst, warte mal, gurkt mich an, das sagt man doch nicht. Oder eben, nein, niemals. Oder auch eben bei der Autogeschichte ist es gesehen, Anhängerkupplung, zum Gampen, oder? Ja, voll. So etwas finde ich herrlich. Und vor allem eben auch, wie du den noch gemacht hast, der Dialekt. Gut, ich habe mir, also am Anfang habe ich mir sehr schwer mit dem Schweizer. Ey, der hat mich killed gehabt. Also den Schweizer Teil habe ich habe den Ausländerteil in einem Take können machen. Yeah. Unterhändchen anlegen, irgendwelche Sets rauslassen, die easy sind. Yeah. Ich habe ja mein Slang können einfach weiterführen, fast. Aber der Schweizer, dass der mal ein bisschen herbekommst, ein bisschen Kleidung, der Flow von einem Schweizer, von der Redart, weißt, dass das Galoppieren beim Reden. Ja, du hast es gemeistert. Es war schon geil gewesen. Wenn ich zurückdenke,
vermisse ich es. Immer. Yeah. Immer. Aber wie gesagt, es kommt, wie es kommt. Ich habe Spass, wie es jetzt auch ist. Ich habe auch jetzt ein geiles Leben, das ich mir so gewünscht habe. Mhm. Komplett andere Richtungen eingeschlagen eigentlich. Aber du, wenn ich Bock bekomme, legen wir. Und sonst war es eine geile Zeit gewesen. Meine Videos sind immer noch online. Fuck off. Vor allem, du weißt, wie ich das meine. Du hast ein Level von Fame gehabt, wo ich mir und glaube auch sonst niemandem wünsche. Also es ist... Es war abartig. Es war viel zu viel gewesen. Also Joel, ich habe St. Gallen mal müssen wirklich, und das ist nicht übertrieben, ich musste fast flüchten. Mhm. Es war wirklich eine Flucht gewesen. Also zum ersten Mal St. Gallen, am Tag durch, an einem normalen Sonntag, bin ich einfach mal mit dem Kollegen, ich so, weißt du was, gehen wir auf Rorschach, gehen wir nicht am See. So mal etwas anderes gesehen. Ich wusste, es ist eine geile Bar und so. Übergefahren. Ey, und ich bin natürlich dort schon in der grössten Hype-Phase gewesen. Und ich habe gefunden, komm, gehen wir eins trinken. Übergefahren. Angekommen. Und dann einfach die ganze, wirklich, das ist im Fall nicht, also, wie du sagst, ich hätte mir das selber nicht mal gegönnt. Mhm. Nicht mal gewünscht. Weil ich fand, ey, Benjamin, was hast du angestellt? Weißt du, so, in die Bar reingelaufen. Ohne Scheiß, es ist eigentlich komplett voll in die Bar, also Sitzplätze fast keine. Und ich habe dann einen Sitzplatz bekommen, angeguckt und ich schwöre es dir, praktisch die ganze Bar war leer gewesen und einfach eine riesige Traube rundum. Mhm. Zum ersten Mal habe ich es bereut, dass ich überhaupt einen Facebook-Account erstellt habe. Das ist wirklich der Moment, den ich gefunden habe. Ey, ganz ehrlich, jetzt ist gerade der Hype gekommen, aber ich glaube, lassen wir es sein. Mein Kollege hat mich auf dem ganzen Highway gedacht, so, hey, chill und so, ist vielleicht St. Gallen, weil du noch nie warst und die Leute haben dich noch nie dort gesehen, weißt du? Vielleicht ist das für dich vielleicht noch etwas Spezielles als Zürich, wo dich sicher der ein oder andere Mal ein bisschen vorbeilaufen gesehen hat, weißt du? Mhm. Das stimmt. Aber, weißt du, eben wie du sagst, so extrem. Das ist wie wenn man Bigfoot sieht. Abartig, abartig, Bro. Weißt du, so unerklärlich und dann auch die jungen Leute, die dann schreien und ich habe dann immer so gedacht, die armen Stars in Amerika und so, so Justin Bieber, der den ganzen Tag so vor der Tür Paparazzis hat und Kids und Beliebers, wie die immer geheißen haben. Mhm. Und dann habe ich schon gedacht, so, ey, shit, Benni, du bist einfach in der Schweiz genau das Gleiche, was die anderen durchmachen, die anderen Länder. Weißt du, das war too much, glaube ich. Das war wirklich so krankhaft gewesen. Aber ich habe, glaube auch das Glück gehabt, dass ich damals halt der Einzige war, gell? Heute wäre ich nicht mehr der Einzige. Heute wäre ich so einer von 15, 20, 30 Grossen. Ja, aber also der Einzige vor allem auch, du hast es ja wirklich geschafft, Bekanntheit über alle Gesellschafts- und Altersschichten anzukriegen. Ja. Weil einfach wirklich, wo dann irgendwie noch bei Jacopo Müller zu Gast gesehen bist und danach hat es 20 Minuten über das eine Geschichte gemacht hat und einfach... Du bist überall vorhanden gesehen. Also es sind ja nicht nur die Videos, ja. Nicht nur die Videos gesehen, wo die Jungen auf Facebook und auf Instagram gesehen haben, sondern es ist ja dann wirklich einfach überall gesehen. Und ich weiß nur, das haben wir uns, glaube noch nicht mal wirklich kennt. Ich bin an irgendeiner Berufsmesse, in ein Interview gehen. Oh ja. Und dann sagen die mir, oh, das ist dann schön, wir können dich oft vorne abholen. Und ich so, ja, wieso sollte man mich nicht vorne abholen? Und dann haben sie gesagt, ja, vor zwei Tagen haben wir den Bender da gehabt. Und es sind irgendwie 400 Kiddies am Eingang gesehen. Und dann haben wir sie mit dem Hinterausgang und solchen Sachen. Ja. Und da habe ich eben so gedacht, oh mein Gott, das würde ich nie wollen. Nein, ich habe sie auch gehasst. Yeah. Ich habe früher können, ganz normal wie ein normaler Mensch in ein Glatzzentrum gehen und mir ein Shampoo holen, das ich jetzt brauche. Oder was auch immer. 5 Minuten erledigt. Bin ich wieder im Auto geguckt. Da bin ich manchmal, habe ich es verhängt, so dass ich, oh shit, da bin ich manchmal so spontan, oh, ich muss noch etwas ins Glatt holen. Ich halte schnell kurz an, am Samstagnachmittag um 2 im Winter. Das ist quasi wie eine Autogrammstunde. Hey, meine Eltern, einmal mit meiner Mom, da hat meine Mom wirklich gesagt, hey, los, das machst du nie mehr und hast das extra gemacht. Und ich so, nein, ich habe so voll verchillt in dem Moment. Ich einfach ins Glatt. Ich so, Mom, hast du gerade Zeit? Ja. Ich so, halt mal schnell kurz an. Und es war wirklich so Samstag um 2 oder so, im Winter. Und ich so, ich bin Mac eingelaufen, durch den Mac und dann im Eingang. Erstmal im Mac, komplette Eskalation. Und ich so,
oh mein Gott, was habe ich mir jetzt angetan? Und abhauen kannst du dann auch nicht, wenn schon ein paar Leute dich fragen. Kannst du dann sagen, nein, ich gehe jetzt. Die musst du noch erledigen. Aber solange du die erledigst, sehe ich noch andere, die kommen. Yeah. Dann bist du eh am Arsch. Ey, ich bin einfach so irgendwie meine Mama eine Stunde nebentragen, am Kochen, meine Mutter am Ausrasten innerlich. Wirklich so, mich am Anschauen, die ganze Zeit so. Und ich, ey, sorry, Mann, ich habe es voll verhängt. Das ist mir oft passiert, dass ich es verhängt habe. Manchmal bin ich einfach irgendwie um 3 Uhr morgens da am Chillen gewesen. Und ich so, weißt du was? Ich gehe jetzt ins Jade. Ich gehe jetzt ins Jade, eins trinken. Ins Auto gestiegen, losgefahren. Am 3 Uhr morgens in Zürich, wenn der Alkoholpegel relativ hoch ist, laufst du einfach hier ins Jade. In der grössten Hype-Phase. Da bist du am Arsch, Mann. Da bist du wirklich. Ausgang und normales Leben da auf der Straße sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Weil dann immer, immer wo es viele Leute hat und wo sie betrunken sind. Das ist das Kränkste, was ich machen konnte. Ja. Da habe ich mir auch manchmal gedacht, ey, ich hasse mein Leben wiederum. Weißt du, hast es so lange gewünscht und dann wiederum denkst du, nein, Mann, auch das ist nicht das Richtige. Auch das willst du eigentlich nicht. Weil, klar, jetzt hast du Erfolg, geil, aber du kommst nie raus. Und dann bist du manchmal in der Lade hier, weißt du, ganz normal, einfach normal. Du willst ein T-Shirt kaufen. Dann laufst du in den Laden, dann macht alle so, Kassiererin, ja, grüezi. Und dann, weißt du, ganz genau, die behandelt dich so ein bisschen. Sie lacht die ganze Zeit und du fragst etwas und sie fängt an zu lachen, weil du nur schon ihre Frage stellst. Ja, das T-Shirt haben wir auch in XXL. Und ich denke mir so, oh, kannst du einfach eine normale Antwort geben? Kannst du mir einfach sagen, hast du das oder hast du das nicht? Das ist schon, eben, weißt du, denkst du vielleicht, hat er übertreibt es jetzt? Nein, einfach, glaub mir, das stresst dich innerlich. Weil du kannst einfach nicht normal du sein. Ich kenne es ja schon bei mir. Und bei mir ist es wirklich ein Tausendstel von dem, was du erlebst. Aber es gibt auch gewisse Orte, wo ich schon meide, weil eben viele Betrunkene dann dort sind. Und ich meine, wir sind mal zusammen ins Maskott. Und das ist noch nicht mal so lange her. Was ist das jetzt, vielleicht ein Jahr oder so? Zwei Jahre, ja. Also, du hast schon, auf jeden Fall schon nicht mehr Videos gemacht. Und wir sind einmal vom einen Ecke in die andere Ecke gelaufen. Und es ist 3/4 Stunde gegangen. Weil wirklich einfach jeder Mensch, wo du vorbeigelaufen bist, hat entweder dir etwas gesagt, dich angeschrieben, dich gefragt, wenn du wieder Videos machst. Eine ist großartig gewesen. Eine hat ja einfach gesagt, hey, so, bist du der Bendrit? Und du so, ja. Und dann hat sie einfach angefangen zu twerken vor dir. Wirklich? Weißt du das da? So eine kleine Platte. Habe ich da gesoffen gehabt eigentlich? Ein bisschen, ja. Ich bin, glaube ich, gesoffen gehabt. Ein bisschen. So eine kleine Blonde, die ist wirklich so gesagt, bist du der Bendrit? Und sie so, ja. Und dann hat sie gesagt, oh mein Gott. Ohne Scheiß. Ohne Witz. Das weiß ich gar doch, nicht. Und danach habe ich nur gesagt, ich habe nicht gehört, was du gesagt hast. Dann hast du sie so schnell gehabt. Und danach hat sie so, oh, okay, sorry. Und dann ist sie so weitergelaufen. Und ich so, was hast du jetzt der gesagt? Und dann hat sie so, dass sie sich soll beruhigen, Mann. Hast du das gesehen? Aber das habe ich oft gehabt. Also, nicht damit twerken kann ich mich jetzt nicht erinnern. Aber wobei, stimmt. Doch, ich glaube. Es ist so absurd gesehen. Die fragt, hey, bist du der Bendrit? Und du so, ja. Und eine Sekunde später ist einfach ihr Arsch am Gewackeln. Aber das reizt dich eben als Mann nicht. Also, mich hat es nie gereizt. Mich, ganz ehrlich, das hat mich abgetönt. Du hättest können Megan Fox sein, die schönste Frau auf der Welt, wenn du das gemacht hättest, abgelöscht für mich. So, das ist für mich dann keine Challenge. Es ist nicht attraktiv von einer Frau, weil ich weiss, aha, hätte ich gesagt, ich bin nicht der Bendrit. Yeah. Hätte sie das nie gemacht. Yeah. Ich kenne aber einen, der ist der härteste, gell? Wirklich, der ist eine Kopie von mir. Ohne Scheiß. Der Wichser. Der ist wirklich, die Leute, im Fall ich auch ich habe ihn schon gesehen, das erste Mal, und denke, shit, was? Warte mal, wo bist du? Von St. Gallen? Aha. Ist mein Dad jemals in St. Gallen gewesen? Im Raum 1993, 95, dort irgendwo umeinander. Ey, und der Typ, weißt du, was der macht? Wirklich, der zieht sich voll durch, gell? Der geht in den Ausgang, der macht es in Zürich sehr oft und sagt, er macht es heute noch, gell? Ja. Der geht auf Zürich in den Ausgang. Frau, ey, bist du der Bendrit? Nein, ja, voll, gib mir die Nummer. Und er schwört auf alles, er bekommt von jeder Frau Nummer. Gut, aber er sagt, ja, voll, gib mir deine Nummer. Gar nicht. Nicht? Ist auch ein Chippy. Ja. Gleicher Kopf, gleiches Gesicht. Wirklich, ey, Bro, ich zeig dir nachher das Bild von dem. Der Typ ist 1:1 wie ich, eine Kopie aus dem Kopieren. Hast du ein Foto gemacht mit ihm zusammen, wo wir so nebeneinander sind?
Ich habe eins. Ja? Yeah. Ich habe eins. Warte, ich zeige dir ihn. Keine Ahnung, ob ich ihn darf zeigen darf. Ja, wenn er gleich aussieht wie du. Ja, weißt du, aber ob er irgendwie etwas dagegen hat, aber eh nicht. Warte schnell, ich habe irgendwo ein Bild von dem Typ. Weil das ist wirklich, wirklich crazy. Irgendwo ist das Bild. Er hat es, glaube ich, gepostet. Ah, sogar. Warte mal. Wir genießen die Stille und die Ruhe. Nein, er hat es nicht. Aber ich schicke es, dann hast du es vielleicht für den Podcast. Also falls wir es noch kriegen, bis wir den releasen, tun wir irgendjemanden da zum das Beispiel. Das ist crazy. Wir müssen schnell einblenden, das wäre richtig lustig. Und der zieht durch. Der ja, geht logisch. In den Ausgang jede Woche. Also jetzt natürlich, glaube ich, ist er jetzt mittlerweile schon verheiratet, aber vorher, zack, 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 zack. Er hat gesagt, oh, Bro, dank dir habe ich 50% glaube ich, Frau abgecheckt. Und ich so, ja, scheiß drauf. Aber ist traurig. Also, ich weiß nicht, mich hat das. Ich bin allgemein so ein bisschen auf Distanz mit Frauen gewesen, so immer. So total. Mich hat das nie gereizt. Und viele hat sich also ich habe vielen Frauen, glaube ich, den Ego auch geschlossen mit dem. Das bin ich ehrlich. Ich habe vielen Frauen wirklich im Club, wenn sie gekommen sind, hey, bist du der Bendrit? Und dann Arm um mich herum oder so, und ich einfach so kurz Arm schief gepackt, so, ja, ist scheiße, kannst du wieder weg tun und so. Und ich glaube, das würde nicht einfach so jeden Typ mal machen. Mhm. Und dann nicht als 18-Jähriger oder so. Aber mich hat es. Ich habe lieber jemanden gehabt, der mich nicht nur als «Aha, Bendrit» und sonst auch nicht interessant. So. Yeah, yeah, yeah. Das reizt mich nicht, aber es gibt klar erfolgreiche Leute, die finden es verdammt geil. So, ah ja, ich bin der. Und dann kommen Frauen und denken so, ja Mann, jetzt bin ich der Motherfucker. Nein, Mann. Nein. Aber es ist ja auch grundsätzlich mit Menschen, die man kennenlernt. Ich glaube, es geht gar nicht um mögliche Sexualkontakt, sondern auch einfach Menschen, die ein Gespräch mit dir führen. Du merkst ja dann gerade, du merkst ja nach 2 Sekunden, vor allem du hast einen Filter bis zum geht nicht mehr. Du merkst nach 2 Sekunden, sind sie an dir als Mensch interessiert? Oder sogar noch besser, wenn sie wirklich auf das Gespräch führen, weil sie interessiert sind am Leben? Oder wenn sie etwas vom Bendrit herausfinden? Und das merkst du nach 2 Sekunden. Ja, das ist so. Das habe ich auch. Leider oft so gehabt, wo es wirklich halt nur um Interesse gegangen ist. Mhm. Aber es hat natürlich aber auch Gespräche gegeben. Und über das ist natürlich aber dann nie berichtet worden. Oder dass ich es gemacht habe, wo ich aber nicht traurig bin wegen dem. Hat aber auch schöne Seiten gehabt. Einer hat mir mal geschrieben, sein Bruder war schwer krank an Leukämie. Wirklich kurz vor dem Tod gewesen. Keine Hoffnung mehr gehabt, keinen Spender gefunden, wo mit ihm übereinpasst, Stammzellen. Da hat mir sein Bro einen riesen Text geschrieben. Und dann bin ich bin in der Lehre und gerade der Hype angefangen und dann habe ich gewusst, so, okay, jetzt kommt ernsthaft einer, der ernsthafte Sorgen hat. Also das sind Sorgen, die nicht ich und du haben. Oh Mann, keine Ahnung, meine Auftritte sind abgesagt wegen Corona. Das ist auch so, das ist das Leben auf dem Spiel, weißt du? Ja. Und einer denkt sich so, okay, vielleicht ist meine letzte Hoffnung und dann tut sich extrem berühren. Und ich habe das wirklich gelesen gehabt. Und ich so, hey, shit, ich so, gib mir die Nummer, ich rufe sofort an. Habe ich ihm angerufen, ich so, hey, look, wie kann ich dir helfen? Sag mir einfach, wie ich dir helfen kann. Kann ich ihm helfen, indem ich zu ihm vorbeikomme? Weil er gesagt hat, letzte Zeit, schau nur noch deine Videos an, weil das ist das Einzige, was noch ihn so zum Unterhalten bringt. Und das ist für mich so, boah, scheiß auf Abonnenten, scheiß auf die Klicks, aufs Geld, ja. Fuck off. Das ist das Schönste auf der Welt, wenn du so etwas kannst lesen. Das ist mehr wert als alles andere. Also, look, Bendrit, 2 Sachen würde ich von dir gerne verlangen. Ich so, sag, was ist, auch wenn es 20 sind. Also, dass du ihn einmal kannst besuchen und dass du für uns kannst einen Aufruf machen für einen Stammzellenspender, um sich anzumelden. Mhm. Und ich habe nur gesagt, sag mal, welchen Tag. Wenn es unter der Woche ist, ich tue einen Freien. Wenn es am Samstag, Sonntag ist, kein Problem, bin ich da. Und ich sage von mir, dass alle Termine haben. Ist egal. Also, ja, Sonntag ist am besten, haben wir den ganzen Tag Zeit. Voll easy. Sonntag am Morgen bin ich aufgestanden, egal wie früh es gegangen ist, zack, ins Auto gestiegen, los. Bin ich dorthin. Und dann habe ich schon gesehen, weißt du, dann siehst du Mutter, Vater, total so emotionslos, hoffnungslos. Du weißt, so dein Kind geht vielleicht in den nächsten paar Wochen. Mhm. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was du kannst erleben. Und ich so, ey, los, wir schaffen das. Und dann hast du die Eltern gesehen, die so ein bisschen Hoffnung hatten und so zu dir raufgeschaut und gedacht haben, shit, vielleicht schafft das ja wirklich mit der Reichweite einen Spender zu finden. Ich habe das dann sofort am gleichen Abend gepostet. Ey, und das ist wirklich so einfach das Geilste gewesen, was ich erlebt habe. Spenderaufruf gemacht, haben sich, glaube ich, 18'000 Leute angemeldet. Und dann ist der Tiefschlag am nächsten Tag gekommen, wo ich wieder
das Glauben an Menschen wieder einfach wieder so bei 100 war und dann wieder bei mir bei minus 10. Dann läutet mir ernsthaft, und ich will nicht sagen, welche Institution das ist, das wäre hure blöd jetzt, aber dann läutet mir ernsthaft die Präsidentin von der Institution an, mhm. sie hat das mitbekommen, dass ich das postet habe, und schießt mich zusammen, dass sie jetzt so viel zu tun hat. Am Telefon. Was? Sagt sie mir ernsthaft am Telefon, was denken Sie sich eigentlich, dass ich jetzt muss all die Zeugs abschicken? Ich so, sie, hören Sie mal. Und ich bin dann wirklich, ich bin sonst der anständigste Sieg und ich beleidige nie Menschen. Und ich habe dann wirklich bei ihr gefunden, weißt du was, ist mir scheißegal. Auch wenn das Telefonat aufgenommen wird, ist mir egal. Ich so, sie, tut mir leid, dass ich das so sage, aber Sie sind, glaube ich, wirklich geistesgestört und behindert im Kopf. Ich so, jetzt ernsthaft, ich so, wenn es Ihre Tochter wäre, haben Sie Kinder? Ich so, lass mich gerade eingehen. Ich so, nein, sagen Sie mir jetzt, haben Sie Kinder? Ja, habe ich. Ich so, würde sie es auch so tun, wenn ich für ihre Tochter würde einen Aufruf machen und dann sie 8000 Anmeldungen bekommen, würde sie das dann anschiessen? Oder würde sie dann die ganze Nacht die scheiß Couvert zumachen und abschicken? Mhm. Es ist ja nur Etikette rausnehmen, draufkleben, abschicken. Ich so, und auch wenn es nicht sie allein machen können, haben sie 20 Studenten, die sie anstellen können, die das sogar gratis machen würden, aus Goodwill, und einfach sagen, ich tue das jetzt machen, das ist etwas Geiles. 18'000 potenzielle Spender für nicht nur ihn, wo ich helfen wollte, aber yeah. für die anderen, die Leukämie-Station sind. Und am Telefon habe ich gesagt, schauen Sie, zwei Optionen haben Sie. Eine erste Option, Sie machen es nicht. Dann haben Sie morgen eine fette Anzeige von mir am Hals. Und glauben Sie mir, ich nehme Sie auseinander, medial, mit allem, was ich kann machen. Ich schraube Sie auseinander, öffentlich. Kann ich noch so eine Anzeige bekommen, egal wie teuer Sie sind, ich zahle Sie. Option 2, Sie heben Ihre Schnur und machen Ihren verfickten Job. So, dass ich es so gerade sagen muss, aber ich bin wirklich in dem Moment so, es macht mich jetzt hässiger, aber yeah. ich daran denke. Und dann einfach denke so, Scheiße, Mann, was gibt es für Menschen, trotz, weißt du, wirbst, wir haben zu wenig Spender, wir haben zu wenig Spender. Dann hast du jemanden, der dir mal 18'000 Anmeldungen herbringt, die Leute sind parat, sich das Wattestäbchen kurz ins Maul tun und das zurückschicken, mhm. und dann ist es auch nicht genug gut. Und dort habe ich gefunden, okay, sie hat natürlich dann gerade sofort, sie gewusst, so, ey, das ist wahrscheinlich nicht erwartet, dass ich so reagiere. Weil ich denke, ich entschuldige mich noch bei ihr oder so, weißt? Ist alles sauber gegangen. Einen Monat später läutet mir der andere an und sagt mir einfach, wir haben einen Spender gefunden. Und dann denkst du so, geil, Mann. Geil. Das ist scheiß auf alles, was ich bis jetzt gemacht habe. Egal, welchen Film ich mitgemacht habe oder Sendung. Scheißegal. Macht alles, ist alles nichts mehr wert, wenn du so etwas erledigen kannst. Klar, 20 Minuten Blick hat nie über das geschrieben. Ist ja wurscht, ist egal. Ich has für mich weiss ich, was ich gemacht habe. Und da habe ich gefunden, mal, so, wenn ich so etwas kann, so etwas erreichen kann, heute ist der Junge gesund, ich habe sogar noch ein Foto, kann ich dir zeigen, das ist... Du hast Leben gerettet. Das ist für mich, es gibt für mich nichts Schöneres, glaube ich, bis jetzt in meinen 24 Jahren, die ich erlebt habe, als das. Und das wird, ich glaube, auch, wird auch etwas von meinen Highlights von meinem Leben sein. So, das zeige ich dir, das ist ein ganz geiles Bild. Das ist süß. Das ist krass. Ich bin gerade ein bisschen am. Da, also es ist. Es ist wirklich. Also, in welcher Kamera kann ich es aufzeigen? Kann ich es mal da zeigen? Probier's mal. Zeig mal. Also das? Ja. Ja, was? Wird es noch schaffen? Ah, jetzt. Das war im März. Links war im März, wo er wirklich dort im Spital war und nicht mehr zweig. Siehst du es? Und im September bin ich dann wieder besucht und wieder daheim gewesen. Und wieder gesund und also Wahnsinn. Leukämie besiegt. Von März bis September. Ja, 6 Monate später ist es ihm wieder gut gegangen. Transplantation kam, Leukämie besiegt. Und das war dann schon so, gewesen, was ich gefunden habe. So, doch bin ich auf das, vielleicht bin ich auf nichts stolz, aber auf das bin ich stolz heute. Das auf jeden Fall. Aber ja. Eben, das ist geil. Du hast ein fucking Leben gerettet. Das ist geil. Das ist crazy. Und wahrscheinlich noch ein paar andere, weil mit so vielen Anmeldungen. Das ist geil. Ja. Aber eben, die andere Situation dort, dass ich dort noch ruhig geblieben bin und nicht irgendwie zu der ins Büro gefahren bin oder so, das ist auch ein Wunder im Fall. Ja. Dort habe ich, glaube, bin ich kurz vor einem Auftritt gewesen, was immer angerufen hat. Das war nicht mit uns gewesen, nein, das war ein anderer Auftritt gewesen, einfach mal Stand-up. Nachdem wir auf Tour waren, hatte ich noch mal etwas gehabt. Und kurz vor einem Auftritt, ich hatte den Auftritt voll versaut gehabt. Weil ich so durch den Wind war. Es war irgendwie so kurz vorher und ich habe damals ein Telefon abgenommen, 15 Minuten vor einem Auftritt, weißt? Aber dann habe ich einfach gefunden, so die Nummer kommt irgendwie bekannt vor. Ich sage, ich nehme mal kurz abgenommen und dann geht so etwas. Hey, ich war, glaube ich, auf dem für eine halbe Stunde gebucht. Ich habe, glaube ich, 7 Minuten gemacht.
Ich kann nicht können. Also weißt du, ich kann nicht können hässig auf die Bühne und will lustig sein. Ich bin innerlich, ich glaube, auf der Bühne schon so auf die Bühne gegangen. So, hallo zusammen, der Bendrit. Ich mache da Comedy jetzt. Lachen ein bisschen. Ich mache Comedy. Wo habe ich es mal versaut, wo wir zusammen sind? In Zug, glaube ich. Oh, nein, Zürich! Unsere Premiere. Zürich! Dort habe ich es voll. Oh. Dort bin ich wirklich. Das ist glaube ich, für mich etwas vom Schlimmsten gesehen von einem Fremdauftritt. Also, weißt du, sonst im positiven Sinn tue ich nicht so wahnsinnig fest. Mich in die Situation versetzen von anderen. So, und habe ich auch bei dir nicht gemacht. Und dort ist viel mehr gesehen, so, wie verletzt der Vater stolz. Weil wir haben zusammen an deinem Set geschafft. Ja, voll! Weißt, und haben so wirklich da so Glück, dass wir geile 15 Minuten hinkriegen. Der Kellet von Rebell Comedy hat ja, geholfen. Ja. Es ist wirklich geile 15 Minuten. Und du Trottel hast einfach den Text nicht können. Und du bist auf der anderen Stelle so, was soll ich noch erzählen? Und du hast wirklich komplett bombt. Also du hast dort so scheisse gefressen, dass mir jetzt aber nicht leid, dass ich für dich mitfühle, sondern ich bin mir so enttäuscht gewesen. Ich dachte, wieso? Du Trottel. Ja, wir haben es ja sehr gut gemacht, wir zwei. Und nachher, und das Blöde ist, dass halt viele in Zürich mitgekriegt haben, wie es dort gesehen ist. Und darum kriege ich, also jetzt nicht mehr so, weil jetzt trittst du nicht mehr auf, aber darum habe ich mega oft ich dann so Leute gehabt, die gesagt haben, ja, aber der Bendrit, der kann ja nicht auftreten. Und ich so, doch, du müsst ihn jetzt sehen, jetzt auf Tour. Der andere ist voll gechillt auf der Bühne, erzählt sein Zeugs, die Leute verrecken von Lachen, es ist mega geil. Aber leider hat man es an der Premiere nicht so mitgekriegt. Ich glaube, aber ehrlich, du weißt es ja besser. Ich glaube, Stand-up braucht huere viel Übung. Auf jeden Fall, ja. Da musst du einfach voll dran sein. Das ist das, was ich jetzt oft Leute schreibe, weißt, wo irgendwie sich bewerben für irgendwie Comedy Club oder so. Zum Teil haben die noch nicht mal einen Auftritt. Manchmal haben sie einen und haben ein Video davon. Und dann schreibe ich, das ist voll geil, mach noch 50 und komm dann wieder. Und zwar also nicht zum Schikanieren oder sie, sondern wirklich die meiste Erfahrung, die du kriegst, ist auf der Bühne. Ich schaue auch keine Texte an. Von Leuten, die anfangen, schaue ich keine Texte an. Wenn sie mir einen Text schicken, sage ich, ist mir egal. Weil der Text ist nicht entscheidend, sondern es ist entscheidend, dass du auf der Bühne spürst und fühlst, was funktioniert nicht. Aha, das funktioniert nicht, warum nicht? Okay. Das ist einfach, es ist eigentlich im positiven Sinn, der Ricky Gervais sagt immer, es ist beschissen. Ja. Weil eben, du hast mir irgendwelche Algorithmen dir ausrechnen und hast doch das gewusst, oh scheiße, das Video kommt da, das Video kommt nicht da. Es hat nur 10'000 Likes gekriegt. Aber auf der Bühne hast du so das direkte Feedback, was einfach heisst, wir lachen nicht. Und dann musst du halt schauen, was du machst. Es ist irgendwann. Also irgendwann. Stand-up habe ich allen gesagt. Stand-up ist Königsklasse, glaube ich. Das ist so. Weil vor einer Menschenmenge von 300 Leuten lustig können sein. Du kannst vielleicht der Lustigste im Internet sein, aber vor den 300, die dir dann effektiv direkt in die Augen schauen, dann schaust du das Publikum und die schauen dich alle an. Yeah. Du bist der Einzige, der jetzt überhaupt am Reden steht, in diesem ganzen Saal. Und die haben Eintritt noch gezahlt. Die sind nicht irgendwie auf dem Sofa und können einfach weiter scrollen. Die sind dort für dich, zu und unter anderem für dich. Puh, ich habe es mir sehr einfach vorgestellt. Ich habe gedacht, easy, ich gehe jetzt auf Tour mit dem Joel, mit dem Stefan, mit dem Charlie. Habe ich meine 7-8 Auftritte, dann bin ich ein Profi. Und dann gibt es Hallenstadion nächstes Jahr. Aber vergiss es. Also wie du sagst, ich hätte glaub, Minimum meine 100 Auftritte müssen machen, um so mal ein bisschen drin zu sein. Mhm. Wenn ich sehe, was du manchmal angestellt hast, Stefan manchmal angestellt hast, dann frage ich dich, wie du das auch schon kannst. Und du sagst mir so, ja, etwa 250. Dann sage ich mir so, aha, okay. Warte mal schnell, wie viel habe ich gehabt? Ich bin 9. habe ich heute gehabt. Aha. Und ich dachte so, ich bin so voll ein alteingesessener Comedian, so, weißt du, ich bin da jetzt, ich habe 9 Auftritte und so. Und du kommst, sagst mir, dass ich 52 Auftritte innerhalb von einem Jahr oder so, oder eineinhalb Jahr. Und du bist schon gebucht bis 2000. Damals war ich 17 gewesen, und so, ja. Ich habe bis 19 Bookings. Und ich dachte mir so, fucking Scheiße, Mann. Aber eben, ich glaube, das musst du wählen und einfach können. Ich habe schon gedacht, so, puh, bis ich das mal lerne, so, in dem Stil, wie du das gemacht hast zum Beispiel. Ich meine, sind wir ehrlich, bei dir ist es am meisten immer abgegangen. Ich habe es ja auch am meisten gefühlt, wenn du auf der Bühne warst, weil du hast, halt,
mit dem Publikum kannst du halt extrem viel machen. Und ich habe das halt, ich habe das nie können und ich glaube, ich werde es auch nie können. Das kannst du glaub, nicht lernen. Das musst du glaub, einfach können. Du musst glaub, das einfach im Blut haben. Und da hast du hast einen picken und mit ihm 10 Minuten schwatzen und 10 Minuten lang an die Leute grillen. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Würde ich auch nie können. Ja, das Bro, das ist egal. Das kannst ein Stück weit kannst lernen. Auch dort, je öfter du es machst, Es ist Stand-up aber ist danke. Etwas, wo ich mir immer wieder mal einziehe, auch vom Englischen, Amerikanischen. Und das ist das Einzige, wo ich mir so denke, das würde ich sehr gerne mal auch mein ganzes Leben können machen. Und ich würde es gerne können. Also, so ein Dave Chappelle, der seit 30 Jahren am Auftreten ist. Das würde ich sehr gerne können. Das wäre schon etwas, wo ich denke, shit, Mann. Aber eben, die Zeit habe ich einfach nicht. Ich habe einfach nicht die Zeit für das. Noch nicht. Vielleicht hast du sie irgendwann. Ich würde gerne. Aber jetzt hast du ein bisschen andere Sachen zu tun. Weil Corona-Krise ist ja das eine. Aber für ganz wenig Business, zum Beispiel für dein Neues, ist es jetzt gerade gut. Ja. Weil du hast einen Brunch-Lieferdienst. Ja, voll. Vor eineinhalb Jahren ist mal die Idee gekommen. Wir waren gestoned. Ja, wir hatten gute Tüte geraucht. Und dann bin ich so rumgelegen und ich habe dann gefunden, so, hey, was essen wir eigentlich morgen? Dann machst du schon dort Sorgen, weißt du, was esse ich morgen dann? Und mein Kollege so, ja, wollen wir uns einen Brunch bestellen? Und ich so, ja, fix. Und ich habe natürlich gedacht, ja, fix, es gibt Brunch Deliveries, 100%. Dann habe ich aber gemerkt, auf Google habe ich einfach nichts gefunden. Und ich so einem Kollegen, mit dem, den ich die Firma jetzt gegründet habe, mittlerweile, ich so, hey, los, wenn wir morgen daran denken, an das Geschäft, und ich ihm gesagt, wie geil ist das? Also weißt du, so eine völlige ja. Schnapsidee. Ich sage, wenn wir morgen uns noch denken, ey, machen wir uns einen Brunch-Lieferdienst, dann ziehen wir es durch, ist gut. Also ja, versprochen, die Hand geben. Ich sage, also, wir machen es. Am nächsten Tag aufgestanden und die Idee ist mir wirklich als erstes in den Sinn gekommen. So, shit, wie geil wäre das? Ich meine, ich habe mir vielleicht gedacht, so, vielleicht denke nur ich, dass es das verdammt geil wäre, aber ich könnte mir vorstellen, es wären noch viele andere Chillig, wenn du einfach zu Hause hängen kannst. Und du bekommst es zum Morgen über. Du musst dich immer bewegen für das. Habe ich angefangen zu arbeiten. Aber das Projekt war schwieriger als gedacht. Ich habe noch bis vor zwei Wochen überlegt, das Ganze aufzugeben. Wirklich? Ja, sicher. Bro, das Problem ist, du musst ja zwischen, sagen wir, 8 Uhr am Morgen und 12 Uhr 1, 2. So die ganz kaputte um 2 vielleicht noch. Also weißt, also ich. Ja, voll. Oder auch ich. Und jetzt, wenn jetzt ganz Stadt Zürich willst du beliefern, ist das schon mal eine Challenge. Und das Zweite ist, was machst du, wenn du 150 Bestellungen hast und 100 bestellen zwischen 8 und 9? Dann brauchst du für die Stunde deine 20 Fahrer und nachher brauchst du für die anderen 50 nur noch einen Fahrer. Schaffst du es? Wie löst du das logistisch gesehen? Dort war schon der erste Knackpunkt, den ich gefunden habe. Wieso machst du nicht Verfügbarkeiten? 20 Spots von 8 bis 9, 20 Spots kannst von 9 bis 10. Haben wir jetzt auch gemacht. Jetzt sind wir auch eingrenzt. Also wenn ich jetzt 50, 60 pro Zeitfenster habe, kicke ich den raus. Yeah. Weil sonst kann ich nicht mehr das anbieten, sonst laufe ich rein. Mhm. Logistisch. Wer macht jetzt Software? Mit was liefere ich es aus? Mhm. Wir sind in der Stadt Zürich. Die Umwelt wird immer mehr geschädigt. Mhm. Ich meine, auch ich bin auch am Schauen. Also ich bin auch jetzt nicht mehr jetzt der, der sagt, Umwelt ist egal und so. Weil ich meine, ganz ehrlich, wir hatten einen Winter, wo gar keiner war. Wir hatten einfach keinen Schnee. Mhm. Und das tut dich schon beschäftigen. Da denken wir schon, scheiße, Mann. Irgendeinen Grund hat es schon, dass es nicht mehr so ist. Dass ich im Dezember mit einem dünnen Pulli rumlaufe, kann es einfach nicht sein. Weißt du, ich schaue auf das und okay, emissionsfrei. Okay, wie machst du es? Ja, 5 Autos kannst du nicht machen, weil das kostet einfach Geld. Mhm. 5 Velos kannst du, aber wie löse ich das mit der Logistik? Software, das, dies. Und das Projekt ist dann wirklich so dermassen teuer geworden, so dermassen Zeit gefressen und ich habe einfach nicht mehr gewusst, ob ich es jemals durchziehe. Und dann habe ich wieder so gedacht, hey, ich bin jetzt 2 Jahre fast dran, jetzt muss ich es fast durchziehen. Weil, wenn ich es jetzt einfach ins Wasser gehen lasse, weit, ja. kannst du gar nicht mehr. Jetzt haben wir angefangen und habe ich gefunden, weißt du was? Du, wir probieren es. Und jetzt, den Sonntag haben wir losgelegt. Wir sind überrannt worden. Eben, aber für uns ist natürlich jetzt die Situation jetzt halt wirklich, es klingt sehr blöd, aber es ist perfekt für uns eigentlich. Mhm. Also weißt du, für uns hat es jetzt da voll die Karte gespielt. Man kann ja nicht mal nehmen, brunchen. Also, nein. Kannst,
Du kannst einkaufen und du kannst dir Sachen liefern lassen. Momentan. Ja, das ist es. Und ich habe natürlich auch immer gedacht, also das Ding bei diesem Projekt war immer, ich will nicht einen günstigen Brunch anbieten, weil dann muss ich einfach anfangen, Zeugs kaufen vom Ausland. Also dann muss ich Karton vom Ausland kaufen, dann muss ich das Fleisch von Tschechien holen, Käse von Holland, Brötchen von keine Ahnung von wem, ein Bäcker in Grossbäckerei in Deutschland. Yeah. Und ich habe immer gesagt, von Tag 1 zu diesem Projekt, von Verpackung bis zum letzten Deckel, ich will kein einziges ausländisches Produkt haben. Mhm. Also in der Stadt Zürich fangen wir an, dann sind Stadtzürcher oder Zürcher Lieferanten. Da unterstütze ich einfach unsere Leute, unsere Bauern, und jetzt gerade in der Zeit, wo es jetzt gerade ist, einfach die Bauern nicht einfach. Denke ich jetzt mal, klar, vielleicht verdickert es jetzt mehr oder so an den Grossen. Aber auch die werden es nicht einfach haben, mit ihren Kunden, die es privat haben. Und ich dachte, hey, look, jetzt passt es sogar noch besser. Aber ich habe immer gesagt, das Projekt muss alles komplett auf Schweizer Lieferanten basiert sein. Haben wir geschafft. Da habe ich aber gewusst, okay, Preis kann ich jetzt nicht 50 Franken anbieten für 2 bis 3 Personen geliefert. Weil das, ich überlebe so nicht. Weil ich muss ehrlich sagen, ich bin fast bei meinem Kaufpreis knapp bei 50 Stutz. Nicht gerade 50, aber ich habe einen grossen Einkaufspreis. 69 ist nicht ein günstiger, wow, Schnäppli, da bestelle ich jetzt gerade 10 Boxen. Mhm. Aber ich dachte so, hey, warte mal schnell. Wie viel zahlst du, wenn du brunchen gehst, auswärts? Mhm. Bist du bei 50, 60 Stutz pro Kopf gegangen? Ja, ja. Und du isst ja nicht mehr. Nur weil es an Diskretion ist. Klar tönt es verdammt geil an der Diskretion, aber du isst ja nicht mehr wegen dem. Du isst vielleicht ein bisschen länger, chillst ein bisschen länger dort. Aber im Endeffekt hast du vielleicht ein Brötchen, 2 mehr gegessen. Mhm. Und 50 Stutz pro Kopf. Also weißt du, ein Lappen. Ich meine, nur schon die Nacht für einen Lappen ist schon easy, weißt du. Hast du wirklich geil gegessen. Ein Lappen jetzt geht zu mörgeln mit ein paar Gipfeli und so. Das kann es nicht sein, weißt du. Und sie hat gefunden, ja mal, einen Preis irgendwie finden, der so für die meisten zahlbar ist. Und es ist ein geiles Projekt. Ich finde, es ist etwas. Ja, aber es ist 69, aber es ist für 2 Personen. Eigentlich 3. Also ehrlich gesagt, es ist eigentlich für 3. Hm. Weil, ich meine, ich habe die Portionen gemacht. Verstehst du, Bro? Ich kann die Menge können sagen, nein, da machen wir eine größere Schale. Da muss mehr drin. Mhm. Und auch Gipfeli. Und ich auch sagen, ja, willst du ein 40 Gramm Gipfeli? Ich so, nein, mach den 80er draus. Den 80 Gramm. Gibt es 40 Gramm Gipfeli und 80 Gramm Gipfeli? Also es gibt 40 normale, das sind glaube ich so 40, 45 Gramm. Mhm. Die du überall kannst kaufen. Und dann gibt es 70 und 80 Gramm. Und das sind dann riesige Dinger. Das ist das Doppelte, ja, crazy. Und dann kannst du auch auswählen Baguette. Du hast 30 cm Baguette oder du hast 60 cm Baguette, die ich habe. Mhm. Und das ist verdammt viel. Also, weißt, 60 cm ist fast über einen halben Meter. Yeah. Verstehst du? Ist sogar über einen halben Meter. Müsli. Ohne Scheiß. Fuck. Müsli, Fleisch, Käse, Früchte, Orangensaft, Ofi. Jenste Zeugs. Ich find es eben noch schlau, wie du es machst. Weil ich finde, du machst alles richtig in dem Bereich. Weil man kann sehr viel falsch machen und wahrscheinlich machst du eben auch alles richtig, genau aus dem Grund, wie du dein Leben bis jetzt hast müssen leben. Weil du sagst, eben, wenn ich einen Fehler mache, dann steht es in 20 Minuten auf der Frontseite. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass das sicher ein Mitgrund ist, warum du meiner Meinung nach, ich habe noch nichts gegessen von dem. Ich habe gedacht, du bringst jetzt eine mit und egal. aber dass du ausschließlich Schweizer Produkte nimmst, 100. Dass es Elektro-Velo-Lieferer sind, umweltfreundlich, dass es weißt, was ich krass Recycling, ja. Recycling-Material ist. Alles. Und ich finde, bis jetzt, machst du in diesem Punkt alles richtig. Aber weißt du, was ich krass finde im Fall? Was mich fast traurig gemacht hat, als ich vor einem halben Jahr bin ich so auf Lieferantensuche gewesen. Okay, bei wem hole ich Früchte, bei wem hole ich die Eier, bei wem hole ich das Müsli. Da bin ich zum Eierlieferant gegangen. Bin ich zu ihm gefahren auf den Bauernhof. Und ich habe natürlich, weißt du, für mich ist das eben, wie du sagst, selbstverständlich gewesen. Ich will meine Leute unterstützen, ich lebe da, ich will verdienen da mein Geld. Mhm. Ich kassiere Geld von den Leuten, die von der Schweiz sind, und ich habe nicht in Deutschland das Zeug einkaufen. Ich habe nichts gegen Deutschland, aber Mann, unsere Leute haben, glaube ich, eher nötig. Meine Bauern sind schon angeschlagen. Und bin ich manchmal zu Lieferanten, weißt du, und ich so schaue sie.
Und dann natürlich denke ich, vielleicht am Telefon, ich bin älter, weißt, so ein bisschen 40, 50, die ein bisschen Erfahrung hat. Und ich bin dann auftaucht. Hey, zum Teil, gell? Richtig emotional geworden. Die Bauern, mhm. die sind so jung. Und dass du an uns denkst, ich habe das Gefühl, du vergisst uns alle, die neue Generation. Ich so, nein, Mann, sicher nicht. Es ist doch, ich meine, sind wir ehrlich, die Qualität von uns ist einfach geil. Das habe ich auch mit meinem Projekt jetzt erlebt. Ich kann auch, muss ehrlich sein, ich kann auch Eierli mal liefern lassen von Deutschland, um zu schauen, wie das ist. Mhm. Nicht vergleichbar. Nicht vergleichbar. Auch das Fleisch, nicht vergleichbar. Du hast nicht die gleiche Quali, wie du in der Schweiz hast. Wenn du eine Metzgerei seit 60, 70 Jahren hast, sicher auch in dem Deutschen. Aber wenn du eine Metzgerei hast, die seit 60 Jahren lang perfekte Arbeit abliefert, die ich selber auch privat vielleicht schon genutzt habe, yeah. dann gehst du dorthin, siehst, was für eine Leidenschaft, was für eine Technik dahinter steckt. Yeah. Dann denkst du schon mal, scheißegal, wie teuer es wird. Ich glaube, wenn die Leute das auch wüssten, auch die anderen, die dann nur das ausprobieren, die würden sagen, ja mal, das ist halt schon das. Das habe ich allein schon festgestellt, als ich das erste Mal in Berlin war mit meinem besten Freund, haben wir eine scheiß Freude gehabt, dass irgendwie, du hast können Pizza für 6 Euro essen. Wir so, oh mein Gott, geil, Alter, Pizza für 6 Euro. Und dann habe ich eine Pizza Prosciutto Crudo genommen, also Rohschinken. Und was da drauf war, ist einfach in keiner Art und Weise Rohschinken gesehen. Sondern es war einfach ein dunkles Stück Kato gesehen, wo du nicht hast können bissen, wo grusig geschmeckt hat und wo du gedacht hast, scheiße, ich will gar nicht wissen, wie das Tier gehalten worden ist. Ja. Also weißt, es hat mich dann richtig angewidert. Dann habe ich gesagt, weißt du was, lieber esse ich nur ein Fünftel so viel Pizza. Genau. Aber dafür ist dann eine mit richtig tollen Zutaten. Und dann kostet es halt auch etwas über 20 Franken. Ist mir scheißegal. Lieber mache ich es so. Ich glaube, die Leute im Fall sind auf der Schiene, wie du das sagst. Ich glaube, die Leute wollen auch gar nicht mehr Müll essen. Yeah. Auch ich im Fall. Ich habe früher... Du hast wohl abgenommen. Ich weiß. Ich habe früher im Fall... Bro, früher, für mich war es früher, ich gehe einen Döner essen, wenn es gerade so ein Angebot gibt für 5 Stutz. Ich bin das essen gegangen, zum Ausprobieren. Das mache ich heute gar nicht mehr. Also weißt du, 5 Stutz gibt es eh nicht mehr, aber ich sage jetzt mal so Döner für 9,50 oder so oder für 7,50, wo du denkst, so hure günstig. Ey, glaub mir, ich gebe nicht mal die Chance mehr. Nicht, weil vielleicht ist der Döner ja hure fein von dem. Mhm. Vielleicht rechnet er mir so ganz kleinen Marsch an den anderen. Aber ich weiss, es kann nicht gut sein. Ein Haken muss es haben, wenn es so günstig ist. Und ich glaube, die Leute denken die Fall mehrheitlich jetzt auch so. Ich merke das extrem. Die Leute wollen gar nicht mehr das günstig mehr. Ich esse lieber auch weniger, wie du das sagst, ich tue lieber einmal weniger Pizza bestellen. Dafür, wenn ich sie bestelle, tue ich lieber vielleicht 10 Stutz mehr zahlen. Mhm. Dafür habe ich eine richtig geile Pizza. Ich weiß, wo sie kommt. Ich weiß, wie du sagst, Fleisch geht noch einigermaßen okay aus, kannst du essen. Und nicht einfach irgendwelche Müll drauf klatschen. Das wollte ich mit meinem Körper gar nicht antun. Also, weißt? Und ja, das, die Schiene fahren, glaubt viele Leute jetzt. Weil wir merken, hey, das wird ernst. Du siehst auch immer mehr Statistiken. Wir können auch immer mehr recherchieren. Was passiert, wenn einer ein Jahr lang nur Fastfood ist? Der geht kaputt, Mann. Hm. Du bist kaputt. Und ich finde, lieber zahlt jemand bei uns ein bisschen mehr. Dafür weißt du, machst du es nicht einmal im Monat. Aber 100%, du hast Qualitätsware, du hast Ware, die kontrolliert wird. Immer, permanent. Und du hast einfach deine Ruhe. Einfach easy, relaxed. Und du hast nichts falsch gemacht. Und hast auch wirklich, du weißt, du kaufst bei uns eine Box, du unterstützt noch 8 andere Betriebe im Hintergrund, nicht nur mich. Mhm. Weil ich habe nie überlegt, selber Produktion machen von unseren Dings. Weil, was soll ich? Eine Aufschnittmaschine kaufen für 10'000 Stutz, Aufschnitt irgendwo kaufen. Der andere macht das seit 60 Jahren. Lass das dem sein Ding sein. Er wird es besser als du können. Mhm. Auch wenn ich sage, ich tue mich voll ins Zeug legen. Der macht seit 60 Jahren Metzgerei. Der weiß, um was es geht. Was Fleisch heisst, was das heisst, was dies heisst. Ich wollte mich gar nicht reinmischen. Weil viele haben mich gefragt, ja, warum machst du alles allein? Sicher wäre es geiler. Ich würde natürlich auch mehr verdienen, logisch. Aber ich kann es nicht. Und ich kann es nicht garantieren, dass es dann auch fein ist. Weil, wo soll ich wissen, was ein guter Käse ist? Ich bin ein Schippi, Mann. Ich habe zum ersten Mal überhaupt Käse gegessen von dem Käse, den ich jetzt Käse beziehe. Richtiges Käse. Hast du von dir Käse gegessen? Nein, nicht von einem Schweizer, so richtig, Emmentaler hast du, glaube ich, jeder schon mal gegessen, aber so ein richtig... Hat er mir das rausgeholt, das runde Teil da, geschnitten, zum ersten Mal bei ihm. Ah, da war ich ganz dabei gewesen. Käse-Test essen. Das war geil. Das war geil. Lieferst du jetzt selber aus? Ich tue 10 Boxen habe ich verlost. 10 Gewinner haben wir ausgewählt und ich muss die beliefern, ja. Also ich steige aufs Velo,
an einem Morgen, ich übergebe das Geschäft über dem anderen an dem Tag, dann sage ich, ich bin jetzt nicht da, den ganzen Tag auf Tour, steige drauf aufs Velo und bringe die Boxen heim. Ja, ich wollte das machen. Ich wollte die Reaktion wissen, wie die Leute reagieren. Und mit einem, den haben wir so eingefädelt mit seinem Bruder, der jetzt gewonnen hat, dass ich als Letzter bei ihm vorbeigehe und mit ihm tue ich auch brunchen zusammen. Ah, wirklich? Weil das sage ich anscheinend so ein mega, mega Fan, seit klein auf. Und ja, der ist jetzt auch immer noch jung, weißt du, immer noch unter 18. Aber der ist anscheinend seit klein auf voll hinter mir gestanden und er hat mir seinem Bro geschrieben, hey, schau, er hat gewonnen, hat mir die ganze Story erzählt und ich so, also los, sag ihm, dass ich ganz spät komme, also so auf die 12. Muss ich halt ein bisschen gedulden, aber ich brunche mit ihm dafür zusammen. Also ich komme zu euch heim, hocken wir an und essen wir zusammen. Also ja, voll geil. Der wird, aber der weiß noch nichts von seinem Glück. Also mal gucken. Jetzt vielleicht, wenn er es dann hört, wer weiß. Wenn du es siehst, warte nur ab, Bro. Was machst du denn, wenn du nicht, also eben, jetzt lieferst du einmal aus, die 10 Dinger. Und sonst, was heisst, das Business ist an diesem Tag nicht bei dir? Was machst du sonst? Am Sonntag liefert er jetzt? Also wir liefern jetzt nur, also aktuell ist, also eigentlich das Businessmodell ist eigentlich gewesen, wir machen Sonntag, Samstag, Sonntag für die grossen Brunchboxen. Also wir liefern dann einfach Familienwohnungen und so weiter. Unter der Woche ist natürlich gewesen, okay, was machen wir unter der Woche? Wir haben unsere Bikes, wir haben unsere Produktion, wir haben alles dort, aber die sind einfach nach einer Woche lang am Rumstehen. Ist ja nicht der Sinn von der Sache. Und jetzt machen wir so kleine Boxen, Office-Box. Also kannst du das Büro direkt bestellen. Also du bist im Büro, dir ist gerade langweilig, oder du hast Hunger, oder beides. Und jetzt das Mikrofon näher. Oder beides. Machst einen Klick und bestellst das. Und das im Büro. Ja. Weil ich kann nicht einfach eine Woche lang meine Velos rumstehen lassen. Das macht ja völlig keinen Sinn. Aber das Hauptgeschäft ist schon Samstag, Sonntag. Das ist, glaube ich, auch ein Brunch. Brunch ist dann ja, wirklich ein Weekend. So. Genau. Ich glaube, Büro bestellst vielleicht mal ein Gipfeli oder so und vielleicht noch ein Orangensäftli oder so etwas. So, weißt, wenn du Bock hast, darauf dir mal etwas liefern lassen. Aber ich glaube, das Hauptgeschäft ist schon, wenn du am Sonntag einfach mal so willst, relaxen. Nice. Das kommt, Bro. Und dann, eben, wenn jetzt ausgeliefert wird, was machst du in dieser Zeit? Du Bestellungen entgegennehmen? Du musst die koordinieren? Oder was machst Bestellungen, du? Software gibt automatisch die Route am Fahrer. Also ja, er tut sie ihm zuweisen. Fahrer 2, Fahrer 5, Fahrer 1. Du bist quasi Brunch-Dealer. Ja, du tust eigentlich, ich bin eigentlich so mehr, also ich tue schon auch selber anpacken und auch so ein bisschen mal einpacken. Ich will gar nicht der sein, der jetzt da sagt, mach du das und du tust jetzt so einpacken, gar nicht. Ich letztes Mal auch wirklich so selber anpacken, zusammenpacken und so. Es macht Spass, es ist mein Baby, Mann. Ich habe es 1,5 Jahre jetzt geschafft, gell? Ich habe Geld ausgegeben en masse, haben mir den Arsch aufgerissen für das. Keine Ahnung, ich hatte Zweifel gehabt, Mann. Hey, Scheiße, was, wenn es nicht läuft? Voll peinlich, Mann. Muss ich Konkurs anmelden? Verdiene ich viel Geld? Das weiß ich auch jetzt noch nicht. Keine Ahnung, vielleicht klappt es ja gar nicht. Vielleicht war es ja nur der Hype jetzt eine Woche, zwei gewesen und dann war es das wieder. Aber Bro, ich bin zuversichtlich. Ich glaube, das ist ein geiles Projekt und das Morgen tut jeder gerne essen. Das Morgen ist einfach geil. Man hat einfach den Arsch, weil man immer dann muss früh aufstehen in der Regel oder im Hotel nur bis um 11 Uhr. So, ich hasse das, Mann, ich hasse das. Bis um 11 Uhr, warum bis um 11 Uhr? Ich finde es richtig asozial, wie im Hotel, 11 Uhr ist aber schon Sport. Wenn du bis um 11 Uhr kannst, ist eigentlich schon Sport, vor allem in der Schweiz. Und Checkout. Ich finde das schlimmer als zum Beispiel zum Morgen ist vom 6:30 am Morgen bis um 9:30 Uhr. Ja. Und Checkout am 10 Uhr. Oder 10:30 Uhr, weißt du so. Und dann frage ich mich, gibt es Late Checkout? Ja, bis um 11 Uhr können sie schon bleiben. Wow, danke. Mittlerweile suche ich Hotelzimmer, wenn ich nicht mehr einen Auftritt habe, wo ich nicht mehr heimkomme, suche ich Hotelzimmer oft nach der Morgenzeit und vor allem noch viel mehr nach Checkout-Zeit. Weißt du, wenn irgendwie schon normaler Checkout bis 12 Uhr ist, und dann zahlst du von mir aus noch ein paar Franken für Late Checkout und das dann dafür bis um 2. Das ist das Geilste. Oh. Das ist eben das. Nein, also mir hat das wirklich so, ich habe gefunden, look, es gibt sicher Leute, die den Arsch ins Hand zum rausgehen. Und ich glaube, die werden dann auch wirklich finden, mal, doch, das bestellen. Ich meine, ich würde mir ein Hotel bestellen. Ganz ehrlich, ja, wenn ich ein normaler Kunde wäre und ich weiss jetzt davon, dass es das gibt, und mich schießt es an, am Morgen im Hotel müssen wir runterlaufen um 9 Uhr und ich bin bis um 4 Uhr morgen. Ich würde mir das fix auch online bestellen. Ich würde mir sagen, weißt du was? Gut, Frühstück im Hotel, nein.
online bestellen, bringst du es dir ins Zimmer. Und kannst du jetzt tatsächlich am Tag selber noch bestellen? Ja. Also wie eine Pizza Lieferdienst? Ja. Du musst nicht vorab bestellen? Gib ihnen durch. Ich habe am Anfang, das war der Plan, dass ich die Vorbestellung entgegennehme. Nein, gar nicht. Ich riskiere es volle Pulle. Einfach auch wenn du morgen früh um 8 Uhr aufstehst und du willst dir auf der 10 Uhr etwas liefern lassen, bestellst, also du hast es am 10 Uhr. Voll geil. Also 10 Uhr 30 bis 11 Uhr. So. Jeweils eine Stunde muss man halt schon geben. Ich weiß nicht, vielleicht bist du am anderen Ende von Zürich und mein Fahrer ist aber auf der anderen Seite, da muss er zu dir rüberfahren. Bro, schau, es soll kommen, wie es kommen muss, sage ich immer. Ich bin jung, aber wenn ich auf die Schnur würde gehen mit dem Projekt, gehe ich halt auf die Schnur. Ich bin noch nie auf die Schnur gehen bis jetzt. Mhm. Zum Glück. Und der Tag muss schon noch kommen, weißt du? Der Tag, ich kann keinen, der noch nie auf die Schnur gehen ist. Also, wenn es um das geht, kann ich dir definitiv helfen. Bro, ich hoffe es, Mann. Ich hoffe es. Sehr geil, bist du da gewesen. Ich weiss, du hast sehr viel zu tun. Wir haben es gerade länger gemacht, als mal gesagt. Shit, schon 3. Ja, eben gesehen. Oh mein Gott. Vielen, vielen Dank, Bro. Ich danke dir, Bro. Wir können es leider nicht handeln. Nein, ich würde jetzt mega gerne umarmen. Es war schön gewesen. Ja, aber, danke dir, Bro. Hey, stay safe, stay healthy und wir hören uns in ein paar Wochen wieder. Yes. Und sehen uns in ein paar Wochen wieder. All die Zuschauer, danke fürs Zuschauen. Bis bald mit dem geilen Sieg da. Du bist ein geiles Sieg. Peace. Tschüss. Geil. Hey, wie lange ist das jetzt gegangen, Mann? Ja, wie lange haben wir? 1 Stunde 21. Was? Wow.